Dann würde ich mit der Sitzung beginnen wollen und bitte die Abgeordneten Platz zu nehmen. Ja, meine Damen und Herren, dann begrüße ich die Ausschussmitglieder und die anwesenden Medienvertreter und Vertreterinnen sowie die Zuschauer und Zuschauerinnen zu unserer dritten Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und Datenschutz. Für den Senat ist Frau Senatorin Spranger entschuldigt. An meiner Seite ist Herr Staatssekretär Dr. Kleindiek als Chief Digital Officer des Landes und darf ihn herzlich begrüßen. Weiter möchte ich Herrn Brosio begrüßen, den kommissarischen Leiter der Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Wie gewohnt einige Hinweise zum Streaming und zu den Live-Übertragungen. Die Sitzungen der Ausschüsse werden weiterhin live über die Webseite des Abgeordnetenhauses gestreamt und heute in den hausinternen Raum 107 übertragen. Aufgrund der pandemischen Situation gibt es weiterhin die Möglichkeit, für Ausschuss- und Senatsmitglieder sich zur Sitzung digital hinzuzuschalten. Falls Sie sich zu Wort melden möchten, bitte ich Sie, Herrn Witznik, per Chat sich zu melden bei ihm. Und wir notieren Sie dann auf der Liste der Rednerinnen und Redner. Ich gehe davon aus, dass Ihr Einverständnis für diese Live-Übertragung vorhanden ist und den Bild- und Tonaufnahmen, die später auch abrufbar sein werden. Zum Thema Lüftungspause im Raum 311, in dem wir uns hier befinden, müssen wir wieder nach 2 Stunden eine Lüftungspause von 15 Minuten einlegen. Und ich werde die Sitzung dann bei entsprechender Zeit, zu gegebener Zeit unterbrechen. Dann kommen wir zur Tagesordnung. Die Tagesordnung ist eben mit Datum vom 15. Februar vorliegend. Gibt es Anmerkungen dazu? Ja, Herr Lehmann. Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Ich bitte, die Anhörung des ITTZ zu vertagen und heute runterzunehmen, damit wir mehr Ausführungszeit für die Innenverwaltung direkt haben und auch mit der Lüftungspause nachher nicht in Schwierigkeiten kommen und ITTZ dann eben auch genauso viel Raum hat. Danke. Vielen Dank, Herr Lehmann. Gibt es da Gegenrede zu? Herr Wallender? Ja, also ich finde, schon merkwürdig, jetzt das ITTZ heute runterzunehmen. Die Fraktionen haben sich auf die Anhörung vorbereitet und haben auch Fragen an das ITTZ. Deswegen finde ich es schon merkwürdig, wenn jetzt das hier runtergenommen werden soll, auf einmal plötzlich in der Sitzung. Deswegen, meine Fraktion stimmt dem Vorgehen so nicht zu. Okay, wir haben jetzt weitere Wortmeldung dazu, vielleicht von der CDU-Fraktion, die das Thema ja angebracht hat. Ja, Herr Vorsitzender, also es wäre schön gewesen, wenn wir es etwas früher die Information bekommen hätten. Sollten jetzt die Vorträge in der Tat die 2 Stunden reißen, macht das natürlich Sinn, weil auch wir haben mehr Fragen, die etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Da ist es unser eindringlicher Wunsch, dass wir das sehr schnell nachholen. Und dann das wirklich als eigenständigen Tagesordnungspunkt haben und uns da dann angemessen Zeit zu nehmen für das ITTZ. Vielen Dank, Herr Förster. Dann verbleiben wir so, dass wir im Nachgang der Ausschusssitzung in der Sprecherrunde uns auch verständigen, dass das ITTZ dann in der nächsten Ausschusssitzung am 9. März Anhörungspunkt ist. Und dann würde ich die Änderung der Tagesordnung zur Abstimmung bringen. Wer dafür ist, dass das ITTZ heute nicht stattfindet, bitte ich um Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? Das ist die AfD, Enthaltung, CDU und FDP. Dann ist die Tagesordnung dementsprechend geändert. Herr Böttcher, habe ich gesehen, ist live zugeschaltet über WebEx und schon nicht mehr dabei. Wir kommen dann auf Sie zu und vereinbaren einen Termin für die Sitzung am 9. März. Dann fahren wir fort. Sind weitere Anmerkungen zur Tagesordnung? Das kann ich nicht sehen. Dann ist sie soweit beschlossen und wir kommen zur aktuellen Viertelstunde. Zur aktuellen Viertelstunde hat Herr Brosio mich gebeten, ein kurzes Eingangsbericht zu machen, bevor wir dann zu den Fragen der Abgeordneten kommen, die schriftlich eingereicht wurden. Herr Brosio, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich möchte nur kurz einen Hinweis geben. Und zwar ist die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit seit letzter Woche auf einem Microblogging-Dienst unterwegs. Für unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nutzen wir Mastodon seit letzter Woche. Das ist ein soziales Netzwerk, was datenschutzkonform genutzt werden kann. Es handelt sich dabei um einen ähnlichen Dienst wie Twitter. Das heißt, es können über das Profil kurze Beiträge veröffentlicht werden und dann Kommentare und Beiträge anderer Nutzer auf diese reagiert werden. Im Gegensatz zu Twitter ist Mastodon ein dezentrales soziales Netzwerk. Das heißt, Privatpersonen, Vereine und Organisationen betreiben eigene vernetzte Instanzen und können diese auch datenschutzgerecht dann eigenverantwortlich regeln. Das Projekt wird als freie Software entwickelt und der Quellcode ist offen einsehbar. Also wir hoffen uns da auch ein bisschen ein Vorreiter zu sein in Berlin für diesen Dienst. Wir haben Ende letzter Woche, glaube ich, schon über 700 sogenannte Follower. Also wir sind herzlich eingeladen, uns da auch mal zu besuchen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Brosio. Dann kommen wir zu den eingereichten schriftlichen Fragen. Zur Frage 1, eine Frage der Fraktion Die Linke. Die Frage lautet, wie beurteilt der Senat die aktuellen Erkenntnisse der zivilgesellschaftlichen Sicherheitsforschung zum Projekt Blockchain-basierte digitale Schulzeugnisse und welche Konsequenzen werden daraus gezogen? Möchte die Fraktion Die Linke noch Ergänzung dazu? Dann gebe ich direkt das Wort an den Senat, Herr Dr. Kleindiek. Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Ich kann darüber gerne berichten. Es ist so gewesen, dass unabhängige Sicherheitsexpertinnen im von der Bundesdruckerei entwickelten und betriebenen Testsystem zur Zeugnisvalidierung Sicherheitslücken aufgedeckt und diese veröffentlicht haben. Daraufhin hat die Bundesdruckerei das Testsystem vorübergehend abgeschaltet und nun ist es an der Bundesdruckerei als Betreiber, diese Sicherheitslücken zu analysieren und dann eben schnellstmöglich abzustellen, um die Produktanwendung wieder aufzunehmen. Was uns ja interessiert ist, wie sozusagen hat sich das auf Berlin ausgewirkt. Da kann ich sagen, dass die zuständige Senatsverwaltung für Bildung dieses Produkt lediglich in einer Testanwendung genutzt hat und deshalb nicht sozusagen die Schnittstelle zu dem Echtbetrieb aktiv war, sodass wir für Berlin sagen können, dass wir in diesem Fall mal kein Sicherheitsproblem hatten. Vielen Dank, Herr Kleindiek. Gibt es Nachfragen? Herr Schulze. Also vielleicht muss ich das SEN-BJF fragen, aber wie sieht es denn dann mit der Weiternutzung aus? Also jetzt sind ja erstmal gravierende Schwächen aufgetreten. Ist die Frage sozusagen, wo sehen Sie denn den Nutzen dieser Anwendung oder ist es jetzt mit diesem, sagen wir mal, Problemfall erstmal vom Tisch, dass das Produkt weiter genutzt werden soll? Also soweit ich das weiß, ist bis diese Sicherheitsprobleme, von denen ich gar nicht genau sagen kann, wie schwerwiegend sie sind, weil da die Analyse auch noch nicht abgeschlossen ist, offenbar, solange beteiligt sich Berlin auch nicht an dem Testbetrieb, das will ich sagen. Und ich kann noch mal nachfragen und wir können dann gegebenenfalls auch noch mal nachfolgend berichten, wie das jetzt weitergehen soll. Vielen Dank. Weitere Fragen? Ich hatte Herrn Brosio gesehen, dass er noch ein Statement dazu abgeben möchte. Herr Brosio, hier. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Bei dem Projekt Blockchain-basierte digitale Schulzeugnisse handelt es sich ja um ein Unterprojekt des Projektes OZG-Umsetzung des Bundes, was von Sachsen-Anhalt zusammen mit der Bundesdruckerei Lösungen sucht für die Digitalisierung von Schulzeugnissen.
Wir sind seit Anfang 2021 eingebunden in die Beratung sowohl der Senatsverwaltung, dem ITDZ als auch der Bundesdruckerei. Es hat dazu mehrere Gespräche gegeben, in denen wir deutlich gemacht haben, dass wir aus technischer Sicht diese Blockchain-Lösung für die Erstellung von digitalen Zeugnissen als problematisch ansehen. Da gibt es aus unserer Sicht wesentlich einfacher und damit auch bessere Lösungen, zum Beispiel im Rahmen der digitalen Signatur. Das würde aus unserer Sicht ausreichen. Hinzu kommt, dass wenn dann darüber nachgedacht wird, überhaupt digitalisierte Zeugnisse einzuführen, was wir sehr begrüßen würden, ich denke, das wäre ein guter Schritt, haben wir im Moment in Berlin das Problem, dass derzeit rechtlich das gar nicht zulässig ist, so etwas zu tun, weil sowohl § 58 Absatz 2 Schulgesetz Berlin als auch § 2 Absatz 2 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz Berlin ausschließen, dass im Moment digitalisierte Zeugnisse erstellt werden. Das heißt also, man müsste hier zuvor, wenn man eine Nutzung tatsächlich denkt, in welcher technischen Variante auch immer, die entsprechenden Rechtsvorschriften ändern oder anpassen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Brozio. Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann kommen wir zur zweiten eingereichten Frage von der Fraktion AfD. Möchten Sie die Frage selber vortragen, Herr Wallender? Ja, danke, Herr Vorsitzender. Kann ich gerne tun. Am 14.02. kam es Medienberichten zufolge zu einem größeren Ausfall der VPN-Einwahlinfrastruktur, sodass sich offenbar Mitarbeiter etlicher Behörden nicht in das Berliner Landesnetz einwählen konnten. Was genau ist vorgefallen und wie lassen sich derartige Ausfälle in Zukunft verhindern? Vielen Dank. Herr Dr. Kleindick. Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter. Es ist zutreffend, dass es am 14. Februar gegen 9.30 Uhr dazu gekommen ist, beziehungsweise das ITDZ Berlin festgestellt hat, dass die Einwahl in das Berliner Landesnetz über das Produkt VPN AnyConnect bei bestimmten dezentralen Umgebungen nicht möglich war. Betroffen waren circa 2000 Verbindungen. Es ist dann, wie immer in diesen Fällen, mit Hochdruck daran gearbeitet worden, diese Störung zu beseitigen. Das ist dann am 15.02. gegen Mittag gelungen und die Einwahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war wieder möglich und sie konnten wie gewohnt arbeiten. Aber natürlich ein erheblicher Vorgang, wenn vom 14.02. morgens bis 15.02. mittags da eine Einwahl nicht möglich ist. Ursache für die Störung ist ein Fehler in der Betriebssoftware des Herstellers gewesen, der dann durch ein Update behoben werden konnte. Und wir versuchen eben, das ITDZ versucht, so gut es möglich, so frühzeitig wie möglich durch Tests, durch den Einsatz von Updates solche Störungen zu verhindern. Dazu gehört auch immer ein Monitoring der Systeme, um Fehler frühzeitig zu erkennen und damit beheben zu können. Aber es ist eben doch nicht letztlich in jedem Fall auszuschließen, dass es zu solchen Störungen kommt. Wir versuchen das so gut es geht zu vermeiden, aber leider gelingt es auch nicht immer. Das liegt eben auch daran, dass wie in diesem Fall eben die Firmensoftware dann zum Beispiel bei einem Update einfach nicht mehr so funktionsfähig ist, wie das vereinbart ist und wie das auch sein sollte. Als einer der Gründe. Vielen Dank, Herr Dr. Kleindick. Gibt es Nachfragen von der AfD? Herr Wallender? Ja, eigentlich nur eine. Hat es denn, sagen wir, diese 2000 Verbindungen, die ja betroffen waren, hat das Mitarbeiter in Homeoffice-Arbeit betroffen, die dann sozusagen fast anderthalb Tage dann nicht ihrer Arbeit nachgehen konnten oder gab es irgendwelche Defizite sozusagen in der Behördenarbeit, das dann sozusagen, also wie groß war das von den 2000 Verbindungen, die da betroffen sind, also wie viele Mitarbeiter konnten eigentlich ihrer Arbeit nicht ordnungsgemäß nachgehen? Herr Dr. Kleindick. Kann ich nicht quantifizieren. Und es ging auch quer durch, also
Ich weiß zum Beispiel, dass der Bezirksbürgermeister Sören Benn seiner Arbeit nicht immer nachgehen konnte, weil er an einer Videokonferenz mit mir nicht teilnehmen konnte. Also das war ganz unterschiedlich und hat ganz unterschiedliche Bereiche betroffen. Wir haben jetzt aber keine Abfrage gemacht, die gesagt hat, wo ist die Einsatzfähigkeit beeinträchtigt gewesen und wo nicht. Ich habe das für die Innenverwaltung nachgefragt und da ist mir gesagt worden, ja, wir haben halt, wie das dann in solchen Fällen immer ist, versucht uns so gut es geht für diejenigen, die dann nicht ins Büro kommen konnten oder durften, wir haben da ja auch noch Regeln wegen der Pandemie, das dann zum Beispiel über Telefonverbindungen zu machen. Vielen Dank. Weitere schriftliche Fragen lagen mir nicht vor. Gibt es weitere mündliche Fragen aus aktuellem Anlass? Bitte um Handzeichen. Das kann ich nicht sehen. Dann erkläre ich die aktuelle Viertelstunde für abgeschlossen und wir kommen zu unserem nächsten Punkt in der Tagesordnung. Dort haben wir eine Besprechung nach § 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses zum Thema Richtlinien der Regierungspolitik auf Antrag der Koalitionsfraktion. Hierzu ist eine Anhörung geplant und zu diesem Tagesordnungspunkt möchte ich, wie gesagt, nochmal Herrn Dr. Kleindiek begrüßen, der stellvertretend für Senatorin Spranger, die heute nicht anwesend sein kann, diese Stellungnahme übernimmt. Herr Dr. Kleindiek. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir freuen uns, dass wir unsere Vorhaben, unsere Leitlinien der Regierungspolitik für den Bereich Digitalisierung hier heute im Ausschuss vorstellen können. Es ist sozusagen die erste Vorstellung dieser Art, wie sich das gehört. Ich darf zunächst mal auch noch mal an dieser Stelle noch mal Frau Senatorin Spranger entschuldigen, die aus den Gründen, die uns eben in diesen Zeiten immer häufiger begegnen, leider nicht anwesend sein kann, weil sie in Quarantäne sein muss. Und das tut mir sehr leid. Ich soll herzlich grüßen. Das ist leider nicht möglich gewesen. Deswegen übernehme ich gerne hier die Präsentation. Wir möchten Ihnen für den Bereich der Digitalisierung unsere Vorhaben vorstellen. Und unsere Vorhaben, das betrifft dann in diesem Fall sozusagen beide Aspekte. Einmal die Digitalisierung, die die Senatsinnenverwaltung als Innenverwaltung durchführt. Und dann aber auch das, was ich als Chief Digital Officer an gesamtstädtischen Vorhaben mir vorgenommen habe für den Beginn dieser Legislaturperiode, was wir jetzt in diesem Jahr intensiv beginnen wollen, wo wir auch die Unterstützung und das Platzset des Abgeordnetenhauses brauchen an der einen oder anderen Stelle. Das möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Wir haben eine Präsentation vorbereitet, die, wenn ich das richtig sehe, verteilt ist. Und auch eingeblendet? Digital, können Sie das sehen? Gleich, ne? Ah, wunderbar, sehr schön. Digitalisierung, das macht der Koalitionsvertrag sehr deutlich, ist ein wichtiger Schwerpunkt in dieser Legislaturperiode für die gesamte Landesregierung. Das ist im Koalitionsvertrag ausdrücklich deutlich geworden. Das ergibt sich auch aus den Beratungen, das kann ich berichten, die es in der Senatsklausur gegeben hat. Das ergibt sich aber auch an den Diskussionen, die wir jetzt begonnen haben und intensiv führen zwischen den einzelnen Hauptverwaltungen, aber auch mit den Bezirken. Und dabei ist es ein wichtiger Aspekt, dass wir einen Schwerpunkt setzen wollen darauf, dass sich die gesamtstädtische Strategie des Senats auf die Ertüchtigung und die Ausweitung von digitalen Bürgerdienstleistungen, Klammer auf, aber auch analogen Bürgerdienstleistungen, Klammer zu, bezieht. Das ist ganz wichtig. Dafür ist ein Personalaufbau erforderlich. Dafür ist aber auch erforderlich, die Bürgerdienste zu priorisieren.
und deutlich zu machen, was ist für die Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft, für die Zivilgesellschaft, für die Wissenschaft wichtig und wo müssen wir da besonders schnell voranschreiten. Wir wollen das, und das betrifft dann auch meine Funktion, diese neue Funktion des Chief Digital Officers, die die Landesregierung eingerichtet hat. Wir wollen mit dieser Funktion die beiden Aspekte Verwaltungsdigitalisierung, Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung deutlich stärker miteinander verschränken. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich sozusagen zwei Zuständigkeiten habe. Einmal die in der Senatskanzlei für die gesamtstädtische Steuerung der Verwaltungsmodernisierung. Das betrifft vor allem die Zusammenarbeit zwischen der Landesebene und den Bezirken. Das betrifft die Vorhaben, die wir dort vorhaben. Das betrifft das Abschließen von Zielvereinbarungen zwischen dem Senat und den Bezirken. Und aber auf der anderen Seite auch die Digitalisierungsvorhaben, die damit einhergehen müssen. Diese Vorgehensweise speist sich aus der Erkenntnis, dass sehr viele Modernisierungsvorhaben eben immer zwei Aspekte haben, dass sie Reorganisations- und Transformationsvorhaben in der Verwaltung sind und gleichzeitig die Einführung und Nutzung von digitalen Angeboten und Möglichkeiten erfordern. Und daraus ergibt sich auch für uns das erste Kernthema. Das sind nämlich die Dienste für die Bürgerinnen und Bürger. Und das ist klar die oberste Priorität. Wir wollen ansetzen bei den Bürgerdiensten. Wir wollen erreichen, dass die Digitalisierung von Bürgerdienstleistungen sich zukünftig konsequent richtet nach den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger, danach, was für sie am attraktivsten ist, danach, was für sie am wichtigsten ist, wo die Nutzung am häufigsten passiert, wo auch die Erleichterungen durch digitale Möglichkeiten am größten sind. Das ist neu, das will ich auch sagen, diese strategische Weichenstellung und diese klare Verabredung hat es bisher innerhalb der Landesregierung nicht gegeben. Das war bisher eher so, dass auf Zuruf Digitalisierungsvorhaben durchgeführt wurden, wenn ich das mal ein bisschen flapsig sagen darf, und dass dann eben derjenige oder diejenigen, die eine Dienstleistung hatten, die sie gerne digitalisiert haben wollten, das dann gemacht haben. Das führt dazu, dass das Bild, was wir jetzt mittlerweile an Dienstleistungen haben, mittlerweile so ein bisschen, ich sage das mal, heterogen ist, Leistungen dabei sind, wo man denkt, muss jetzt die Verlustanzeige einer Waffe, ist das jetzt eine wirklich wichtige Dienstleistung? Das ist natürlich wichtig für die Sicherheit, dass wir da ein funktionierendes System haben. Aber Sie wissen alle, es gibt große, die regierende Bürgermeisterin sagt immer Topseller in den Verwaltungsdienstleistungen. Und auf die müssen wir uns bei der Digitalisierung konzentrieren. Wir werden deshalb mindestens drei Dienstleistungen aus jeder Verwaltung identifizieren und die dann auch priorisieren. Damit haben wir erstmal ein Portfolio der wichtigsten Dienstleistungen. Es ist ja nicht so, dass wir da bei Null anfangen müssen, sondern diese Priorisierung an Dienstleistungen gibt es und die müssen wir jetzt sozusagen überführen in unsere Strategie. Wir werden das unterstützen, so wie das auch im Koalitionsvertrag steht, mit einem Digitalisierungs-Dashboard, was dann dazu führt, dass wir sozusagen den Stand der Digitalisierung immer aktuell und transparent abfragen können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir zentrale Basisdienste für die Digitalisierung bereitstellen werden. Wir haben da einen wichtigen Basisdienst ja als Land Berlin übernommen im Kontext der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Das ist der digitale Antrag.
ein wichtiger Baustein dafür, dass wir in der Lage sind, die Digitalisierung der Verwaltungsangebote konsequent durchzuführen und tatsächlich medienbruchfrei sozusagen durch den gesamten Workflow auch umzusetzen. Dafür ist dieser Basisdienst eine wichtige Voraussetzung. Wir wollen dieses zielgerichtete, priorisierte und standardisierte Vorgehen gemeinsam mit den Bürgerämtern umsetzen. Wir wollen das konsequent verbinden mit der Digitalisierung der Bürgerämter, deshalb auch ein besonderes Programm für die Digitalisierung der Bürgerdienste. Und wir haben als ein Bestandteil auch des 100-Tage-Programms des Senats die Online-Kampagne für digitale Bürgerdienstleistungen vorbereitet, die demnächst starten wird, damit wir die Nutzung von Online-Angeboten noch bekannter und attraktiver machen können. Das zweite Thema, was ich gerne vorstellen möchte, ist sozusagen das, wenn Sie so wollen, die zweite Seite dieser Medaille bei der Digitalisierung von Bürgerdienstleistungen. Ich habe eben darüber gesprochen, was wichtig ist, damit die Bürgerinnen und Bürger, damit die Wirtschaft die Angebote nutzen kann. Das andere ist die konsequente Fortführung und Umsetzung in den Behörden selbst, in den Hauptverwaltungen, aber auch in den Bezirken. Und dafür ist essentiell die flächendeckende Umsetzung und Einführung der elektronischen Akte. Der Koalitionsvertrag hat uns da ein anspruchsvolles Ziel gesetzt, bis Ende 2024 muss diese Umsetzung erfolgen. Das ist ein anspruchsvolles Ziel, weil diese elektronische Akte, die digitale Akte, nicht nur eine technische Herausforderung ist, sondern sie ist auch eine organisatorische und auch eine kulturelle Herausforderung. Und deswegen wird uns das intensiv beschäftigen. Deswegen ist das hier auch eines der wirklich wichtigen Themen, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Wir werden in diesem Jahr in 15 Behörden und im kommenden Jahr in 25 Behörden mit dem Rollout beginnen und den Rollout weiterführen. Es gibt keine Alternative zu dieser digitalen Akte. Sie ist essentiell für die Digitalisierung von Bürgerdienstleistungen. Sie ist aber auch essentiell für eine moderne öffentliche Verwaltung. Die Pandemie hat uns das jetzt noch mal vor Augen geführt, wie notwendig das ist. Aber es ist natürlich auch unabhängig davon so, dass wir, wenn wir als Verwaltung zukunftsfähig sein wollen, die Möglichkeiten des flexiblen und mobilen Arbeitens sehr viel stärker weiterentwickeln und ausbauen müssen. Und das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, damit wir attraktive Angebote machen können für die Beschäftigten. Und deswegen ist diese elektronische Akte einmal mehr wichtig. Lassen Sie mich vielleicht als Beispiel nennen. Ich war ja, bevor ich hier die Funktion begonnen habe, beamteter Staatssekretär im... Entschuldigung, soll ich noch warten im Moment? Okay. War ja beamteter Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und da haben wir beides gemacht. Wir haben in dieser Zeit die elektronische Akte eingeführt als eines der wenigen Bundesministerium, und wir haben in dieser Zeit den Anteil derjenigen, die flexibel und mobil gearbeitet haben, von 50% auf 80% erhöht. Jetzt mit einem ganz unterschiedlichen Anteil an Arbeitszeit, manche 20%, andere
60%. Und das hat sich insgesamt, das kann man sagen, bewährt und ist schon eine wichtige Voraussetzung dafür gewesen, um da auch Arbeitskräfte zu schaffen, sozusagen Beschäftigte zu binden, attraktive Angebote zu machen. Und wenn Sie sich dann eben anschauen, dass wir ja sozusagen auch den Radius, in dem wir unsere Beschäftigten gewinnen müssen, bis Ende dieses Jahrzehnts werden auch in Berlin rund 25-30% der Bediensteten in den Ruhestand oder in die Rente gehen. Da müssen wir unseren Radius immer mehr erweitern, indem wir Beschäftigte gewinnen müssen. Und diesen Radius erweitern wir, indem wir digitale Angebote schaffen, in denen Beschäftigte in der Lage sind, an zwei Tagen in der Woche von zu Hause zu arbeiten und deswegen sie es nicht als unzumutbar empfinden, wenn sie eben 60, 70 oder 80% von ihrem Arbeitsplatz entfernt wohnen. Das ist eine der ganz wichtigen Voraussetzungen und einer der wesentlichen Gründe, warum diese digitale Akte eingeführt werden muss. Und insgesamt müssen wir natürlich stabil hier ein digitales Angebot schaffen. Dazu gehört, wenn Sie so wollen, auch die Fortführung der One-Device-Strategie, die Einführung und weitere Etablierung des Berlin-PC als mobilen Standardarbeitsplatz. Diejenigen, die ein bisschen länger mit öffentlicher Verwaltung zu tun haben, darin auch vielleicht selbst mal gearbeitet haben, wissen, dass es als die Möglichkeiten des flexiblen und mobilen Arbeitens begonnen haben, da immer zwei oder drei Endgeräte gab, mit denen man zu tun hatte. Das gehört der Vergangenheit an. Wir wollen weiter forcieren den Einsatz von mobilen Endgeräten, und zwar eines mobilen Endgerätes, das dann überall einsetzbar ist, sowohl am Arbeitsplatz in der Verwaltung selbst als auch mobil, als auch zu Hause. Und das ist hat einen großen Schub bekommen durch die Pandemie in den vergangenen zwei Jahren. Das ist ein, wenn Sie so wollen, ein wirklich positiver Nebeneffekt dieser insgesamt schlimmen Situation gewesen, dass wir da doch den Einsatz sehr viel stärker forciert haben, als das unter normalen nicht pandemischen Bedingungen sicherlich der Fall gewesen wäre und deswegen hier konsequent an weiteren Arbeitsplätzen, da wo es möglich ist und sinnvoll ist, diesen Berlin-PC als Standardarbeitsplatz auch einzusetzen. Das vierte Thema ist die steht unter dem Titel IKT-Migration zum ITDZ Berlin beschleunigen. Die Migration der Informations- und Kommunikationstechnik aller Behörden und Einrichtungen der Berliner Verwaltung hin zum ITDZ, jedenfalls was die verfahrensunabhängige IKT anbelangt und die IKT-Basisdienste, ist alternativlos in technologischer Hinsicht, in fiskalischer Hinsicht, aber auch unter dem Aspekt einer wirkungsvollen Cybersicherheit. Wir brauchen diese Zentralisierung, die eben durch die Migration erfolgen soll. Wir brauchen die beschleunigt und es ist deshalb aus meiner Sicht und aus unserer Sicht keine Frage mehr des Ob, sondern nur noch die Frage des Wie und des Wann. Ich möchte sehr schnell mit allen Verwaltungen konkrete Verabredungen schließen, in welcher Reihenfolge wir diese Migration durchführen und wann welche Behörde migrieren soll. Ziel ist es, bis Ende 2024 diese Migration, soweit es geht, abzuschließen.
Und der Koalitionsvertrag hat uns aufgegeben, dass wir dafür die Voraussetzung auch durch eine Novellierung des ITTZ-Gesetzes sozusagen unterstützen sollen. Das werden wir tun. Wir werden schauen, wie sowohl beim ITTZ-Gesetz als auch beim E-Government-Gesetz die aus unserer Sicht es erforderlich ist, da mehr Verbindlichkeit zu erzeugen. Wir würden dann dem Abgeordnetenhaus einen entsprechenden Vorschlag machen, wo das passieren sollte. Ich möchte aber bei diesem Thema Migration auch noch mal sagen, dass diese Migration zwei Seiten einer Medaille hat. Und zwar einmal die Verbindlichkeit und Verpflichtung der einzelnen Verwaltungen zu migrieren, aber andererseits auch die Aufnahmefähigkeit desjenigen, zu dem migriert werden soll. Und das ist das ITTZ Berlin. Und wir werden, und das ist klar die Aufgabe der Senatsinnenverwaltung, das ist klar auch die Aufgabe und die Verantwortung von mir, dafür sorgen müssen, dass diese Aufnahmefähigkeit des ITTZ gewährleistet ist, dass das möglich ist und dass wir auf beiden Seiten die Voraussetzungen schaffen müssen. Ich habe so ein Migrationsprogramm als Kunde sehr intensiv erlebt auf der Bundesebene und da auch als Kunde insofern, als ich Behördenleiter einer der Ministerien gewesen ist, die eben migrieren sollten. Und ich habe da erlebt, was es da auch für Herausforderungen und Schwierigkeiten gibt. Auch da ist es so, dass diese beiden Seiten einer Medaille beachtet werden müssen und dass es da Herausforderungen gibt, ganz ähnlich wie das auch bei uns ist. Wir müssen da auf beiden Seiten noch wichtige Arbeiten erledigen und wir müssen vor allem auch eine Klarheit haben, dass diese beiden Seiten, dass diese beiden Enden dann gut zueinander finden. Dass diejenigen, die migrieren sollen, genau wissen, was ihre Aufgabe und Verantwortung ist und dass diejenigen und dass das ITTZ, zu dem migriert werden soll, genau weiß, welche Angebote es als aufnehmende Verwaltung auch machen muss und auch welche Leistungen es erbringen muss. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das geht nicht von selbst. Dafür braucht man eine gute gemeinsame Diskussion und dafür muss man auch ein gutes gemeinsames Verständnis erzeugen und entwickeln dafür, was da passieren soll und was nicht passieren soll. Es gibt Vorbehalte bei dieser Migration, das weiß ich, das ist immer so und über diese Vorbehalte muss diskutiert werden und es ist eben unsere Aufgabe als diejenigen, die die gesamtstädtische Digitalisierung koordinieren und voranbringen, dann eben auch dafür zu sorgen, dass diese beiden Partner gut zusammenkommen. Dazu gehört es, dass das ITTZ Berlin neu aufgestellt werden muss. Dazu gehört es, dass wir ein Finanzierungsmodell brauchen, das diese Migration unterstützen und gewährleisten kann, dabei helfen kann, diese Migration durchzuführen. Deswegen hat der Koalitionsvertrag uns vorgegeben, dass wir mit dem Haushalt 2022/23 auch ein neues Finanzierungsmodell für das ITTZ realisieren. Das ist also jetzt sozusagen eine sehr akute Maßnahme, eine sehr akute Aufgabe, die wir zu erledigen haben. Wir interpretieren das so, dass mit dem Haushalt 2022/23, also wenn das Abgeordnetenhaus den neuen Haushalt beschlossen hat, dann wollen wir auch regierungsseitig ein neues Finanzierungsmodell für das ITTZ realisiert haben. Dazu werde ich jetzt die Gespräche beginnen, vor allem eben mit der Finanzverwaltung, aber dann auch mit den anderen Akteuren. Da kommt es dann darauf an, dass wir
einerseits sagen, was brauchen wir für ein Finanzierungsmodell, damit das ITDZ kundenorientierter und leistungsstärker arbeiten kann in der Zukunft. Da gibt es eine ganze Reihe von Stellschrauben, die sich da ergeben. Da gibt es die Frage, wie kalkuliert das ITDZ. Es gibt Diskussionen darüber, wie die Preise sind. Aber es gibt dann eben auch darum, wie sozusagen stellen wir dieses ja doch rechtlich selbstständige ITDZ als Anstalt öffentlichen Rechts, sozusagen wie statten wir es aus, welche Möglichkeiten schaffen wir damit Überschüssen oder Überträgen umzugehen. Und das wird sozusagen wichtig sein dafür, dass das ITDZ die Aufgaben, die es hat, Digitalisierung, Standardisierung, Gewährleistung von IT-Sicherheit erledigen kann und aber auch um die Bereiche Beratung und Service erweitert werden kann. Also dafür ist es dieses Finanzierungsmodell eine wichtige strategische Voraussetzung, damit wir das ITDZ auch zukunftsfähig aufstellen können und auch in der Lage sind und das ITDZ auch selbst in der Lage ist, diese Aufgabe der Migration, aber auch die Daueraufgaben, die sich daran anschließen, Digitalisierung, Standardisierung, IT-Sicherheit, Beratung und Service dann auch gut erledigen kann. Lassen Sie mich noch zu einem weiteren Thema kommen, und das ist das Thema Open Source. Ich habe das auch deswegen auf die Präsentation dieser wichtigen Vorhaben, dieser ersten wichtigen Vorhaben unserer Regierungspolitik in diesem Jahr gesetzt, weil ich weiß, dass es ein technologisch, aber auch politisch und gesellschaftspolitisch wichtiges Thema ist. Sie wissen das alle, dass der Einsatz von Open-Source-Produkten nicht nur eine technische Variante ist zu anderen Lösungen, sondern dass das auch eine Frage der digitalen Souveränität ist und auch eine Frage der digitalen Souveränität der öffentlichen Verwaltung. Und deswegen bin ich auch, ich war ja nun nicht daran beteiligt, deswegen kann ich das ja sagen, bin ich auch sehr froh und auch sehr beeindruckt davon, dass der Koalitionsvertrag zu diesem Thema praktisch eine Seite aufgeführt hat. Ich finde das sehr gut, ich finde das ist auch wichtig, dass wir eben als Verwaltung uns mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigen, dass wir eben das beherzigen, was im Koalitionsvertrag steht und auch in den Richtlinien der Regierungspolitik, dass wir bei jeder Softwarebeschaffung nach Open-Source-Alternativen suchen müssen. Ich möchte auch, dass wir dafür eine strategische Grundlage erarbeiten. Das ist nicht einfach und das wird auch nicht einfach. Das beschäftigt uns so wie viele andere Akteure innerhalb und außerhalb der öffentlichen Verwaltung, innerhalb und außerhalb Deutschlands auch. Aber weil wir eben immer auch Zielkonflikte haben werden. Open-Source-Produkte sind manchmal auch, was den Einsatz anbelangt, anspruchsvoller, wenn man schnell Digitalisierungserfolge erzielen will, als das eben die alternativen Produkte, die etabliert, eingeführt, proprietär sind, wie sich das bei denen darstellt. Wir werden immer Sicherheitsdiskussionen haben und wir werden immer darüber diskutieren müssen, was jetzt der richtige Weg ist. Und das wird auch oft dann immer eine Frage des Einzelfalls sein. Aber wenn wir eine klare Leitlinie haben, dass wir sagen, soweit es geht und wo immer es möglich ist, wollen wir Open-Source-Alternativen nutzen, so wie es in den Leitlinien der Regierungspolitik steht, finde ich, ist das erstmal ein guter
Maßstab, an dem wir uns orientieren können. Und wir wollen diesen Maßstab auch möglichst gut untersetzen und unterstützen, auch die Realisierung dieses Maßstabes. Und deswegen ist es wichtig, dass wir möglichst schnell das Kompetenzzentrum Open Source beim ITDZ einrichten, so wie es auch der Koalitionsvertrag vorsieht, damit alle diejenigen, die sich in den Verwaltungen überlegen, wie kann ich alternative Open Source Produkte nutzen und Lösungen nutzen, wie geht das und wie kann ich das am besten machen, damit die möglichst gut unterstützt werden. Wir werden auch einen Open Source Fonds zur Finanzierung von Entwicklungscommunities einrichten, zur Unterstützung von Entwicklungscommunities einrichten, die das Land braucht, damit Anwendungen gepflegt und weiterentwickelt werden können. Das ist ja nun eine der großen Vorzüge auch von dieser Open Source Politik und Strategie, dass wir eben da Softwarelösungen entwickeln können in einer sozusagen möglichst freien und offenen, in einem möglichst freien und offenen Kontext und das auch zum Nutzen der Verwaltung möglich ist, damit wir freie Lizenzen nutzen können und damit wir mit einer Berlin-PC Open Source als Referenz bei allen entsprechenden Ausschreibungen auch unterstützen können. Das ist ein wichtiger Punkt, daran müssen wir intensiv arbeiten, da müssen wir uns auch innerhalb der Verwaltung noch enablen, sage ich mal. Da müssen wir noch auch Strukturen schaffen. Das ist bisher noch nicht in der Weise geschehen, die uns auch in die Lage versetzen, diese Aufgabe zu erfüllen. Wir werden da auch mit anderen zusammenarbeiten. Diese Diskussionen werden ja überall geführt. Diese Diskussionen werden in den anderen Ländern geführt. Diese Diskussionen werden auf der Bundesebene geführt. Und da werden wir versuchen, so gut es geht, von diesen Diskussionen auch zu profitieren, uns da einbringen. Und deswegen ist es für mich auch ein wirklich wichtiges Thema. Lassen Sie mich, Entschuldigung, ja? Ach so. Lassen Sie mich noch zu einem Thema was sagen, was jetzt explizit meine Aufgaben als CDO betrifft, und zwar, wie geht es weiter mit den Digitalstrategien, die wir in der Stadt haben. Auch da sind Koalitionsvertrag und Leitlinien der Regierungspolitik sehr eindeutig. Die drei Strategien, Digitalstrategie, Strategie für die Verwaltungsdigitalisierung und die Smart City Strategie sollen zusammengeführt werden. Das wird geschehen. Und zwar bei dieser neuen Funktion des CDO. Und wir arbeiten daran, schon mit Hochdruck, dass diese Strategien zusammengeführt werden, aber dass vor allem diese Zusammenführung dann eben mehr ist als die Summe der drei Einzelteile. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen, dass deutlich wird, welchen Mehrwert Digitalisierung für so eine urbane Großstadtgesellschaft wie in Berlin hat, für die Gesellschaft, für die Verwaltung, für die Wissenschaft und für die Zivilgesellschaft. Und deswegen werden wir diese Strategien bündeln, werden sie zusammenführen. Und dabei ist für uns die Leitlinie, dass wir eine zentrale Koordination und Steuerung, aber eine dezentrale Umsetzung brauchen. Wir werden versuchen, so viel wie möglich mit den Partnerinnen und Partnern aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, aus der Wissenschaft an konkreten Projekten und Produkten zu realisieren. Sie wissen vielleicht, dass die Smart City Strategie schon drei Pilotprojekte hat, die
die realisiert werden, unter anderem die Smart Water Strategie, dann die, das Projekt für den Hardenbergplatz, unter anderem, das ist der Weg, den wir weitergehen wollen. Ich merke an den Diskussionen mit den Beteiligten, mit den Partnerinnen und Partnern, wo es großes Interesse gibt, dass es da jetzt auch eine gewisse Ungeduld gibt, jetzt sehr konkret zu werden, konkrete Projekte zu realisieren. Also wir sind da jetzt sozusagen an dem Startpunkt, wo wir sagen müssen, diese Zusammenführung dieser drei Strategien darf jetzt nicht dazu führen, dass wir uns noch mal ein Jahr lang über die gemeinsame Strategie Gedanken machen, sondern dass wir das verknüpfen auch mit der konkreten Umsetzung, mit der Realisierung von konkreten Projekten, die es ja, von denen es ja auch eine ganze Reihe in den Leitlinien der Regierungspolitik angelegt sind, dass wir Apps realisieren können, dass wir Softwarelösungen oder konkrete Dienstleistungen realisieren können. Das ist dann ganz wichtig, dass sich das gut fügt in dieser Strategie. Ja, wenn ich das Fazit schließen soll, dann ziehen soll, dann möchte ich sagen, dass wir in dieser Legislaturperiode zentrale Vorhaben der Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung stärker miteinander verschränken wollen, dass wir sie beschleunigen wollen, dass wir sie stärker umsetzen wollen, dass wir die Befähigung des ITDZ und der IKT-Infrastruktur in Berlin vorantreiben wollen, weil wir das brauchen als Fundament für eine moderne Informations- und Kommunikationstechnik, für eine moderne Digitalisierung. Wir wollen die Bürgerämter, die Ordnungsämter, alle anderen unterstützen dabei, dass attraktive Bürgerdienstleistungen digital angeboten werden können. Und wir wollen, dass die Digitalisierungsstrategien, die jetzt auch in unterschiedlichen Bereichen, ob das nun in der Wirtschaftsverwaltung ist, in der Innenverwaltung, in der Senatskanzlei, zum Teil aber auch in anderen Ressorts, dass die jedenfalls, was die Strategie und das Verständnis am Land gebündelt werden. Sie sollen dezentral umgesetzt werden. Wir brauchen überall in den Verwaltungen starke Digitalisierungseinheiten. Das soll nicht dazu führen, dass jetzt gesagt wird, okay, jetzt gibt es einen CDO und da wird das dann alles gemacht. So wird es nicht funktionieren, sondern wir brauchen dieses Zusammenspiel zwischen einer zentralen Strategie, aber zwischen einer dezentralen Umsetzung und Realisierung von Vorhaben. Und da wird es darauf ankommen, dass wir da auch den richtigen Weg finden, damit so eine Funktion, eine neue Funktion des CDO auch für diejenigen, die die digitalen Vorhaben vor Ort umsetzen, auch wirklich von Nutzen ist. Darauf kommt es an. Nach meinem Eindruck hat es daran aber auch gefehlt in der Vergangenheit, das stärker zu bündeln und zusammenzuführen. Das konstatieren ja auch die Leitlinien der Regierungspolitik sehr klar und haben das eben auch benannt, wo es jetzt konkrete Aufgaben gibt, die da anzugehen sind. Und das werden wir tun. Ich freue mich darauf, habe, das nehme ich wahr, viel Unterstützung in der Senatskanzlei, aber auch in der Senatsinnenverwaltung, auch in den anderen Hauptverwaltungen und auch in den Bezirken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Kleindiek, für die Ausführungen des Senats. Ich als Ausschussvorsitzender kann im Sinne, glaube ich, aller Abgeordneten sagen, dass wir Sie gerne konstruktiv und kritisch begleiten. Unser Ausschuss wurde ja auch aufgewertet, indem er jetzt 14-tägig tagt und einen neuen Namen bekommen hat mit Digitalisierung und Datenschutz. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und jetzt würde ich zur Aussprache der Abgeordneten kommen. Und auf meiner Liste steht Herr Schulze von der Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank.
an Sie, Herr Staatssekretär, für den Vortrag. Ich glaube, es ist auch ein Zeichen der Aufwertung des Themas, dass Sie neu zugeordnet worden sind und Ihre Abteilung sozusagen einerseits eine Bündelung erfahren haben, andererseits jetzt auch klar zugeordnet sind zwischen Positionen zwischen der Innenverwaltung und der Senatskanzlei. Und da auch klar mit sozusagen am Senatstisch mit verortet sind. Und wir hoffen, dass diese Strukturierung auch die Möglichkeit gibt, dass Sie politisch mehr Zugriffsrechte und möglicherweise auch Durchgriffsrechte bekommen, weil das war ja eins der Probleme, das wir aus der vergangenen Legislaturperiode mitgenommen haben, dass die ganze Digitalisierungsstrategie und auch eine Staatssekretärin nur wenig Einfluss hat, wenn sie nicht die Möglichkeit hat, auch mit den entsprechenden Fachverwaltungen und den Bezirken sich ins Benehmen zu setzen und dort eine Standardisierung und eine sozusagen einen Gleichklang hinzubekommen. Und ich hoffe, dass wir das mit der Struktur besser hinkriegen. Das haben Sie auch gerade schon dargestellt, dass das Ihr Ziel ist, um da eine gesamtstädtische Strategie hinzukriegen. Und man muss auch noch mal sagen, es wird ja viel gejammert über die Digitalisierung in Berlin. Aber zum einen sind wir bei den Liste der Städte immer relativ weit vorn, unter den ersten 2, 3 Plätzen bundesweit. Und wer sich mal anguckt, es gibt natürlich kleinere Städte, die haben gute Fortschritte, ohne Zweifel. Es gibt aber auch viele größere Städte, die liegen noch deutlich hinter uns, was sozusagen Digitalisierungsbemühungen angeht. Klar, wenn man sich vergleicht im internationalen Maßstab, da gibt es natürlich super Vorbilder, da müssen wir uns gar nichts vormachen, die deutlich weiter sind als wir, von denen wir viel lernen können, die spannende Strategien haben. Es lohnt sich auch vielleicht für den Ausschuss hier mal zu überlegen, in welche Stadt wir mal fahren können, um uns das anzugucken. Also mir würde da Wien einfallen zum Beispiel, aber auch andere Städte sind da durchaus sehr interessant. Und das Zweite, was ich zum Beginn noch sagen wollte, ist kurz die Einschätzung, wir holen hier immer noch 20 Jahre lang technologische Schulden auf, das muss man auch sagen. Also diese ganzen Standardisierungsbemühungen, die Sie auch gerade erwähnt haben, die wirklich kompliziert sind, wo man eben sozusagen eine zersplitterte Struktur versuchen muss, zusammenzuführen unter eine Administration zu bekommen. Das ist nichts, was man innerhalb von 1, 2 Jahren hinbekommt, sondern es ist ein langer und langwährender und nicht ganz einfacher Prozess. Da ist zum Beispiel Hamburg uns natürlich 10 Jahre voraus, da muss man sich nichts vormachen. Die haben damit einfach früher angefangen und vor allem hatten die nie diese Sparzeiten, die wir in Berlin zu bewältigen hatten, wo lange Zeit gar nichts in unsere Infrastruktur investiert worden ist, sondern die wurde dann mit Mühe und Not und Improvisierung am Laufen gehalten. Und das jetzt aufzuräumen und weiter auf Vordermann zu bringen, ist jetzt Ihre Aufgabe. Vielen Dank auch für die Darstellung. Ich würde ein paar Fragen anschließen zu Ihren Ausführungen, die erfreulich umfangreich und präzise waren. Ich hätte die eine Frage, wie geht es mit dem Servicekonto Berlin weiter und wie geht es mit der App weiter, der Service.Berlin-App? Die ist noch nicht so besonders bekannt, habe ich den Eindruck. Auch das Servicekonto ist noch nicht so besonders bekannt. Da kann man mehr machen, als die meisten Menschen in der Stadt wissen. Und was wir aber, glaube ich, hinkriegen müssen, ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Also auch gerade der App. Wenn sowas im Projektstatus verbleibt, dann macht man es einmal und dann wird es nicht gepflegt. Das ist, glaube ich, schwierig. Insofern meine Frage, was haben Sie da vor? Wie soll die App und auch das Servicekonto weiterentwickelt werden? Dann die Frage bei den Bürgerdienstleistungen. Das krankte ja häufig daran, dass der Bund die entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen nicht geschafft hat. Also wir konnten beispielsweise bei der Kfz-Zulassung sofort loslegen, als der Bund entsprechend die Voraussetzungen gesetzlicher Art geschaffen hat und wir dann die Technik eigentlich fertig hatten. Ähnlich sieht es im Meldewesen aus, wo wir auch loslegen könnten, wenn da Veränderungen bundesseitig vorgenommen werden könnten. Vielleicht können Sie noch mal sagen aus Ihrer Sicht, wie da derzeit der Stand ist beim Onlinezugangsgesetz, ob der Bund da entsprechend in der Lage ist, uns auch für weitere Bürgerdienstleistungen das Go zu geben, damit wir die Möglichkeit haben, die endlich ins Netz zu bekommen. Das scheint mir doch ein ziemliches Nadelöhr zu sein an der Stelle, also nicht so sehr das Land oder die Bezirke bei uns. Zu der Frage digitale Akte, da haben wir ja eine leidvolle Geschichte im Ausschuss, weil wir die ganze Ausschreibung, gescheiterte Ausschreibung und die Neuaufstellung dieses Vergabeverfahrens auch begleitet haben. Ich möchte Ihnen noch mal sehr zustimmen, dass die Umstellung von Papierakten auf digitale Akten deutlich mehr ist als nur eine technische Umstellung. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet das eine komplette Umstellung ihrer Arbeitsweise, weil sie bisher gewohnt waren, auf Papier
relativ viel Entscheidungsfreiräume zu haben, wenn man so etwas übersetzt, die Geschäftsprozesse digitalisiert, sozusagen verwandelt man das in der Regel in Multiple-Choice-Verfahren. Das heißt, da wird nur noch rumgeklickt. Da gibt es wenig Spielraum, eigene Entscheidungen zu treffen, Randbemerkungen zu machen, vielleicht sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Und mein Wunsch und Appell, das würde ich Ihnen auch gerne mitgeben, ist, an der Stelle auch diese Spielräume zu erhalten und immer mitzudenken. Also meine Frau arbeitet im Jugendamt, beziehungsweise hat im Jugendamt gearbeitet. Und dort sind die erstmal von der Frage Sozialarbeiter mit der Digitalisierung zur Sachbearbeiterin runtergestuft worden. Sowas löst was aus bei Menschen. Und die Frage, dass Menschen im öffentlichen Dienst weiter sich als sozusagen wirklich menschlicher Faktor auch im öffentlichen Dienst begreifen und nicht nur als jemand, der den Computer anklickt, das sollten wir, glaube ich, immer mitbedenken und diesen Kulturwandel auch entsprechend sozusagen im Sinne der Beschäftigten umsetzen. Bei der Frage mobiler Berlin-PC hätte ich die Frage, wie sieht es da mit Arbeitsschutz aus? Also wir alle kennen das, glaube ich, wer mal 10 Stunden an einem Laptop gesessen hat, der weiß, dass einem danach alles wehtut und dass die Haltung, an einem mobilen PC zu sitzen, nicht besonders ergonomisch ist auf Dauer. Und Beschäftigte in der Verwaltung sitzen ja wirklich viele, viele Stunden an ihren Rechnern. Vielleicht können Sie noch mal was dazu sagen, wie das gewährleistet werden soll. Zur Frage Migration zum ITDZ. Da hätte ich folgende Frage. Bisher krankte das in der Regel ja daran, dass umfangreiche Baumaßnahmen notwendig waren, die dazu stattgefunden haben, die entsprechenden Verwaltungsgebäude ans Landesnetz und damit an sichere Leitungen anzuschließen. Gibt es da eine Veränderung in Ihrer Strategie, mit diesen Baumaßnahmen umzugehen, sozusagen, um da eine Beschleunigung hinzukriegen? Oder wird auch das weiter das Nadelöhr sein? Sichere Leitungen und dann damit die Migration zum ITDZ. So, ich gucke mal ganz kurz. Sehr erfreulich, letzter Punkt von mir, sehr erfreulich, dass die Zivilgesellschaft und Wissenschaft mit adressiert haben für die Digitalisierungsstrategien. Ich glaube, wir haben da einen Riesenpfund in der Stadt, mit dem wir wuchern sollten. Wir haben auch die Angebote von diesen Akteuren aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft, dass sie mitarbeiten wollen an den Digitalisierungsbemühungen. Und ich glaube, wir sollten dieses Pfund nutzen. Da ist so viel Kreativität, so viel Ressourcen auch und so viele Möglichkeiten, die wir als Land nutzen sollten. Kleines Beispiel. Die Gesundheitsverwaltung hat zu Beginn der Pandemie eine schöne Tauschbörse für selbstgemachte Masken eingerichtet. Das Problem war, dass die Zivilgesellschaft sowas schon 6 Wochen vorher hatte und auch angeboten hatte, SEN-GPG diese Tauschbörse einzusetzen, aber sozusagen die Verwaltung lieber noch mal eine eigene gemacht hat. Und ich glaube, wir haben so viel kreatives Potenzial hier an der Stelle, das sollten wir nicht verschenken, sondern das sollten wir ganz offensiv adressieren und mit einbeziehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Vielleicht ein Hinweis zum Verfahren. Wir würden jetzt die Rednerliste weiter abarbeiten für Sie, Herr Kleindieck. Sie notieren fleißig die Fragen und hätten dann nochmal die Möglichkeit zur Stellungnahme, zur Beantwortung der Fragen. Auf meiner Rednerliste habe ich dann Herr Wallender von der Fraktion der AfD. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Auch meine Fraktion hat noch einige Fragen in dem Bereich. Also der Vortrag aus unserer Sicht ist insofern, dass sich zur bisherigen Arbeit des Senats eigentlich nicht sonderlich viel verändert hat, außer dass man eben ein paar neue Namen eingeführt hat. Und da ist eben auch schon der erste Punkt, das ist ja hier dieser Chief Digital Officer oder Chief Information Officer, also diese C-Level-Strukturen, wie man sie aus dem angloamerikanischen Sprachraum kennt. Und was uns nun interessieren würde, soll hier also eine neue Hierarchieebene aufgebaut werden oder werden die ohnehin bestehenden Positionen lediglich mit einem neuen Etikett versehen, um dem Zeitgeist zu entsprechen? Unsere Sorge ist nämlich, dass die bisherigen Strukturen nun einem zusätzlichen Wasserkopf aufgesetzt werden könnte. Die bisherigen Strukturen der IKT-Lenkung haben sich ja im Wesentlichen bewährt. Die Probleme, die wir ja in der Vergangenheit real gesehen haben, scheinen ja in erster Linie auf fehlende personelle Ausstattung in den einzelnen Behörden sowie Fachkräftemangel am Zulieferungsmarkt für IKT-Fachverfahren zu bestehen.
Dann würde uns noch im Bereich der E-Government-Umsetzung interessieren, wie es eigentlich um die Zeitpläne bei der Digitalisierung der Verwaltungsfachverfahren steht. Also wir wissen ja von der elektronischen Akte, dass es hier eine Ehrenrunde bei der Vergabe gegeben hat, die letztlich in einer zweijährigen Verzögerung des Gesamtprojekts resultiert. Aber die E-Akte ist ja nur ein Schauplatz von vielen. Es gibt ja allein zu den Bürgern hin ungefähr 300 IKT-Fachverfahren, die digital zugänglich zu machen. Und nach innen sind es sogar doppelt so viele Einzelfachverfahren. Also wo stehen wir da inzwischen? Und könnten Sie da nochmal einen kurzen Überblick geben? Ich frage insofern auch in Bezugnahme auf die Situation der Bürgerämter, die ja in der Stadt weiterhin angespannt ist. Und eine deutliche Beschleunigung bei der Bereitstellung von solchen Online-Dienstleistungen könnte ja helfen, die Bürgerämter weiter zu entlasten. Auch interessieren würde uns die Frage, die aber eher auf Bundesebene zu stellen ist, natürlich wie der aktuelle Stand der Dinge bei der Umsetzung des Registermodernisierungsgesetzes ist. Denn nach unserem Verständnis der Dinge sind wir ja bei Vorgängen, die über die Grenzen einer Gebietskörperschaft hinaus wirksam sind, beziehungsweise wo Interaktionen mit auswärtigen Behörden erfolgen muss, auf real zur Verfügung stehende zentrale Register oder zumindest auf einheitliche Personenkennziffer angewiesen. Also auch hier die Frage, wo stehen wir da inzwischen? Gibt es da eine konkrete Zeitplanung? Dann hätte ich noch eine Frage für die Low-Code-Plattform im IKT-Kleinstfachverfahren. Im vergangenen Jahr lag im Hauptausschuss ein Beschaffungsvorgang für eine Low-Code-Plattform auf dem Tisch, mithilfe derer einige niederschwellige Neuerfassungen diverser IKT-Kleinstverfahren erfolgen sollte. Also weg von den Excel-Makros hin zu einer servicegestützten Lösung, mit der sich ohne tiefgreifendes Expertenwissen einfache Prozesse automatisieren lassen. Gibt es hier auch schon erste Erfahrungsberichte und wie hoch ist die Akzeptanz in den Behörden? Funktioniert die Umsetzung von IKT-Kleinstverfahren so, wie sich der Senat es erhofft? Und dann würde ich noch mal zwei weitere Themenkomplexe gerne ansprechen. Das eine wäre die Schuldigitalisierung. Im Vorgängerausschuss des KTDAT war das zwar schon diverse Male über Datenschutzaspekte, zum Beispiel beim Distanzunterricht, gesprochen worden. Aber es zeichnet sich ja jetzt ab, dass der Präsenzunterricht wieder zur Norm werden wird, beziehungsweise bereits geworden ist. Und damit wird auch die Frage der Ausgestaltung oder Ausstattung der edukativen Bereiche in den Schulen mit digitaler Infrastruktur ja nun dringlicher. Und Ende vergangenen Jahres wurde von den Medien teilweise kolportiert, dass sie planen, die Errichtung passiver Netzwerkinfrastrukturen in den Schulgebäuden stärker mit der Schulbauoffensive zu verzahnen. Wie wollen Sie hier konkret vorgehen? Wird es zukünftig eine bessere zentrale Steuerung der Datenverkabelungsprojekte in den Schulen geben? Also mit was für einer Gesamtumsetzungszeit rechnen Sie da, bis alle Klassenräume der weiterführenden Schulen mit strukturierten Datenverkabelungen ausgestattet sein werden? Wir wissen, dass Sie auch als Übergangslösung ja zusammen mit den Telekommunikationsanbietern LTE-Router beschafft und aufgestellt haben. Aber das ist ja nun keine Dauerlösung, denn so errichten Sie ja kein abgeschlossenes Bildungsnetz, in welchem zum Beispiel auch Vorgaben des Jugendschutzes umgesetzt werden könnten. Auch sind die real zur Verfügung stehenden Bandbreiten bei einem solchen Ansatz niedriger, als wenn kabelgebunden über Gigabit-Internet kommuniziert wird, was ja eigentlich der langfristige Plan ist. Und auch bezogen auf die Breitbandanbindung der Schulen, also die Gigabit-Anschlüsse im Sinne der Primärverkabelung der Liegenschaften, würden wir uns über ein paar Worte zum aktuellen Stand freuen. Und die Auftragsvergabe ist ja offenbar inzwischen auch erfolgt. Also wie viele Schulen werden pro Jahr angebunden werden können?
Wann werden die Schulen versorgt sein? Planen Sie die Realisierung der Breitbandanbindung auf der Ebene der Primärverkabelung zeitlich zu synchronisieren mit der Errichtung der Sekundär- und Tertiärverkabelung in den Schulgebäuden? Oder bekommen wir demnächst die Situation, dass hunderte Schulen zwar einen Gigabit-Anschluss im Keller liegen haben, aber dieser nicht genutzt werden kann, weil innerhalb der Gebäude keine weitere Infrastruktur besteht? So, und dann der letzte Themenkomplex, der mich noch interessieren würde, ist die Katastrophen- und Krisenvorsorge. Das hat ja auch immer mehr, gewinnt ja auch immer mehr an Relevanz. Wie gut ist das Land Berlin eigentlich auf Großstörungslagen, insbesondere im Bereich des Stromnetzes, vorbereitet? In den vergangenen Jahren wurde ja viel über die E-Government-Strategie gesprochen, also insbesondere Verwaltungsdigitalisierung, also die Verlagerung von physischen Aktenbergen in die digitale Welt. Das bietet ja einerseits sehr viele Vorteile und steigert ja auch die Effizienz der Verwaltung, aber es steigert natürlich auch die Abhängigkeit von der Technik und insbesondere natürlich von elektrischer Energie. Und deswegen meine Frage, was passiert im Falle eines länger anhaltenden Stromausfalls? Werden bei inzwischen weitgehend digitalisierter Telefonie die Behörden noch erreichbar sein, beziehungsweise wenigstens untereinander kommunizieren können? Kann das Berliner Landesnetz im Falle eines größeren Blackouts über mehrere Tage weiterhin auf Basis von Notstrom betrieben werden? Und wir würden uns hier über ein paar Worte zum Thema vom Senat freuen, wie auch seitens des, ja, wie eben auch das vom ITTZ, aber das müssen wir dann beim nächsten Mal machen. Uns ist klar, dass bei der Großstörung Einschränkungen unvermeidlich sein werden, aber gibt es wenigstens in der Telefonie- und IT-Infrastruktur Priorisierungspläne, welche Infrastrukturen, Dienste bei Großstörungslagen vorrangig weiter betrieben werden können und sind die entsprechenden technischen Vorkehrungen dafür getroffen worden oder zumindest geplant? Auch würde uns interessieren, ob das Land Berlin seine Einrichtung im Bereich des Katastrophenschutzes und der kritischen Infrastruktur an der Initiative zur Nutzung des 450 Megahertz-Bandes beteiligt. Das ist in anderen Bundesländern ja schon bezogen auf die Notfunkkommunikation vorgesehen oder da laufen gerade ja Initiativen an. Da würden wir uns auch über ein paar Worte des Senats freuen und dann hätte ich noch zum Abschluss den Antrag, dass wir gerne ein Wortprotokoll beantragen würden für den Besprechungspunkt. Vielen Dank, Herr Wallender. Ja, darüber können Sie auch jetzt noch abstimmen. Okay, dann haben wir den Antrag vorliegen, dass ein Wortprotokoll gewünscht ist von der Fraktion der AfD. Das würde ich kurz zur Abstimmung stellen. Wer schließt sich dem Antrag an? Vielleicht kurz. Ja, Herr. Das können wir ja auch ansonsten ja einmütig machen, oder? Da müssen wir keine Abstimmung machen. Wenn darüber Einvernehmen hergestellt werden kann, dann würden wir mit dem Wortprotokoll beginnen. Herr Ziller, Sie möchten dazu was sagen. Also vielleicht können Sie noch mal begründen, warum. Also Wortprotokoll, wir wissen, dass da Mitarbeiterinnen im Haus viel Zeit und Arbeit reinstecken, das sozusagen umzusetzen. Wir haben ja durch die Videoaufzeichnung auch die Chance, es uns jederzeit anzugucken. Und wenn es irgendeinen Grund gibt, mal einen Satz rauszuschreiben und wörtlich zu zitieren, gibt es die Möglichkeit auch. Deswegen die Frage vielleicht, was der Anlass ist, dass wir sozusagen Dritten viel Arbeit machen. Ja, dann Herr Wallender als Erwiderung. Also der Anlass und die Begründung ist relativ einfach. Es handelt sich ja um die sozusagen Leitlinien der Regierungspolitik für die kommenden 5 Jahre. Und das ist insofern schon sehr entscheidend, was hier vorgetragen wird, auch im Wortlaut, weil man dann natürlich in den 5 Jahren immer wieder mal messen kann, was hat man am Anfang der 5 Jahre gesagt und was wurde dann beschlossen. Und da ist dieses Wortprotokoll, finde ich schon, also es gibt selten Anlässe, wo ein Wortprotokoll sinnvoller oder wichtiger ist als jetzt, weil man gerade da auf die Worte achten muss, die der Senat wählt. Deswegen fände ich es schon gut, wenn wir das auch schriftlich haben und nicht erst sozusagen das Video uns anschauen müssen und dann einzeln uns selber ein Wortprotokoll anfertigen müssen. Also das. In Ordnung, dann haben wir Rede und Gegenrede gehört. Können wir darüber Einvernehmen herstellen, dass ein Wortprotokoll angefertigt wird? Ich sehe Zustimmung der SPD-Fraktion. Die Linke hat es beantragt, dann
auch die Grünen, dann ist das soweit im Einvernehmen beschlossen. Und wir kommen weiter auf der Redeliste zu Herrn Rogert von der FDP-Fraktion. Ja, vielen Dank. Ja, Herr Staatssekretär, vielen lieben Dank für die Ausführungen. Ich glaube, Sie sind in vielen Punkten also nicht zu beneiden, denn ich glaube, hier gerade in dem Bereich Verwaltung und Digitalisierungsprozesse in dieser Stadt sind dicke Bretter zu bohren. Ich kann da nur sagen, aus meiner bzw. unserer Perspektive, dass wir Ihnen dabei viel Erfolg wünschen, denn eine funktionierende Stadt ist ein essentiell für alle möglichen Dienstleistungen, die wir hier den Bürgerinnen und Bürgern anbieten, die für Wirtschaftswachstum und Veränderungen in dieser Stadt sorgen, positive Veränderungen, die auch Legitimität in die Stadt abbilden. Insofern ist, glaube ich, ein großes Programm mit großen Schritten, die wir hier angehen, und kann Ihnen da nur zusichern, dass wir Sie da tatkräftig bei unterstützen, die Stadt darin in vielen Bereichen voranzubringen. Nichtsdestotrotz gibt es bei uns natürlich auch ein paar Fragen, die sich bei Ihren Ausführungen angeschlossen haben. Es ist wirklich positiv zu sehen, wie jetzt ein Wandel stattfindet im Bereich, wie man Bürgerdienstleistungen und Bürgerämter neu aufstellen will. Ich glaube, wir können hier viele interessante, detaillierte Fachdebatten führen. Was aber entscheidend ist am Ende, ist wie beim Sport, ist am Ende auf dem Platz. Es muss natürlich bei den Menschen am Ende ankommen, bei den Berlinerinnen und Berlinern, dass es einfach geht, dass es auch eben aus deren Perspektive sozusagen einfach abgehandelt werden kann. Denn natürlich ist es super ärgerlich, wenn man ewig auf Termine wartet, wenn Verfahren unklar sind, Formblätter und so weiter, der Passierschein A38 sozusagen als geflügeltes Wort dafür. Insofern ist das wirklich spannend. Mich würde interessieren, in der Regierungserklärung der regierenden Bürgermeister wurde noch gesprochen von dem Ziel, von dem 14-Tage-Ziel, Termine anzubieten. Würde mich interessieren, inwiefern das sozusagen noch gehalten wird und ob das immer noch verfolgt wird, und dahingehend sozusagen da schon mal die kleinen Schritte sozusagen in der Akzeptanz auch zu gehen. Zweiter Punkt ist, angesprochen ist schon auch die E-Akte. Na klar, ist ein Riesenprojekt. Wir haben ja auch in der Anhörung im Hauptausschuss, in einer der ersten Sitzungen in der Anhörung zum Transparenzgesetz gehört. Auch da ist es natürlich ein zentraler Punkt, dass die E-Akte kommt. Jetzt haben Sie auch schon beschrieben, oder auch der Kollege von der Linkspartei, dass natürlich da auch viele Menschen sind. Und wer schon einmal Change Management in einem Unternehmen mitgemacht hat, der weiß, dass das schon ein Riesenbatzen ist. Mich würde daher auch interessieren, ob es da schon eine grobe Idee gibt, wie man dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auf diesen Weg auch mitnimmt, sensibilisiert, dass eben das nicht passiert, dass sich da Personen herabgesetzt fühlen, in ihrer Aufgabe beraubt. Wie auch immer, gibt es ja wirklich viele auch eingespielte Verfahren, die sozusagen sich da über Jahre ja auch eingenistet haben, die ja auch dann am Ende ja gut funktionieren können. Aber ob es da sozusagen schon einen Ansatz gibt, weil für die ganzen Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist das, glaube ich, auch ein Riesenpaket. Jetzt haben wir natürlich mit Ihnen als der neuen CDO auch einen gewissen Fortschritt im Bereich der Zuständigkeit, und können das nur begrüßen, dass das aus einer Hand kommen soll bei Ihnen. Sie hatten jetzt auch schon angesprochen, im Zuge E-Government-Gesetz, auch ITDZ-Gesetz, sind, glaube ich, zwei große Gesetzespakete, die angegangen werden müssen. Wenn wir aber auf die Zuständigkeiten blicken, würde mich interessieren, ob Sie denn da auch anstreben, im AZG, im Zuständigkeitsgesetz zuzugreifen, um zu schauen, was ist überhaupt notwendig, was die Bezirke leisten, was sollte zentral von der Hauptverwaltung geleistet werden. Ich glaube, wenn wir über Digitalisierung sprechen, ist das immer eine feine Sache, aber natürlich sollte man nicht Dinge digitalisieren, die schon analog nicht funktionieren.
Und damit wäre sozusagen auch unsere Hoffnung verbunden, dass man da auch schaut, wie man da zwischen Bezirk und Hauptverwaltung das Ganze neu aufsetzen kann. Jetzt haben Sie gesprochen über den Berlin-PC und auch über das mobile, den mobilen Berlin-PC. Ich denke, wir hatten jetzt in den vergangenen Jahren gesehen, dass vor allen Dingen einen großen Treiber gab für Digitalisierung, gerade auch was mobiles Arbeiten und Teleheimarbeit und Homeoffice und wie man es immer auch nennen mag, gab. Das war jetzt am Ende natürlich die Pandemie. Insofern gut, dass wir das jetzt mal auf eine geordnete Bahn setzen. Mich würde dabei jetzt noch interessieren, die CIOs und CDOs und CEOs und wie sie alle am Ende heißen, also die zentralen zuständigen Staatssekretäre der Länder hatten sich geeinigt darauf, ein Cloud aufzusetzen, also sozusagen diese Berlin-Cloud, inwiefern, das ist jetzt gar nicht gefallen, das Wort, da würde mich mal interessieren, wie das da jetzt sozusagen in den nächsten Jahren vorangehen sollte, weil das ja auch eine Voraussetzung ist, um digital auch von zu Hause zu arbeiten. Und eine Ärgernis, was in der vergangenen Zeit ja auch immer wieder aufgeploppt ist, ist in dem Zusammenhang das sichere Arbeiten auch gerade von Justizbehörden, Gerichten. Da wäre meine Frage, inwiefern die Justiz hat sich ja sozusagen ja immer ein bisschen gesträubt gegen auch die zentrale Steuerung, gerade was ihre Digitalisierung der Verwaltung und der nachgelagerten Behörde angeht, inwiefern sozusagen ihre Durchgriffsrechte da jetzt gestärkt sind oder ob sie da, wie da der Dialog aussieht, um auch das dort in diesen Bereichen voranzubringen. Und abschließend ist mir eine Sache aufgefallen in Ihrem Vortrag, dass es, wo sich jetzt mir viele Fragen sozusagen gestellt haben, will da nur zwei jetzt mal aus meinem Kopf rausgreifen, nämlich wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, über sozusagen, wie funktioniert unsere Verwaltung, wie machen wir sie zugänglicher auch für die Menschen in dieser Stadt. Da bleibt ja natürlich ein großer Punkt noch offen, das ist, wie man die Berliner Wirtschaft da natürlich auch mitnehmen kann. Dazu gehören in meinen Augen zwei, drei Punkte, nämlich einerseits, wir hatten es jetzt letztes Mal in der Anhörung schon mit der Datenschutzbehörde gehabt, wie streben Sie denn damit an, dass sozusagen da auch datengetriebene Wirtschaftsideen, Geschäftsmodelle auch hier stärker im Dialog auch vorangebracht werden können, wie man sozusagen auch Unternehmen dabei unterstützt, hier wirtschaftlicher auch zu arbeiten. Wir haben ja die Digitalagentur zwar, die wir jetzt hier in Berlin haben, die kennt aber auch niemand. Es gibt Bundesprogramme, die sozusagen da abgerufen werden können. Insofern, wie sind denn dort, wie bewerten Sie denn das und wie bewerten Sie da die Zusammenarbeit? Die Herr Schulz von der Linkspartei hat ja schon angesprochen, das kreative Potenzial, die sozusagen in der Stadt schon liegt. Da geben wir uns ja, glaube ich, vielleicht ungewollt oder wie auch immer gewollt, auch die Hand. Ne? Wir sehen natürlich da auch viel private Akteure, die da auch natürlich zuleisten, die Know-how haben, auf die man auch zurückgreifen kann. Aber zentral wird am Ende sein, ein leistungsfähiges Breitbandnetz, was überall in der Stadt ausgerollt ist, wo Unternehmen, private Schülerinnen und Schüler, Schulen, aber auch die Verwaltung natürlich irgendwo auch darauf zugreifen muss, dass es flächendeckend in allen Ecken dieser Stadt gewährleistet ist. Und mich würde interessieren, wie Sie sozusagen diese zentrale Herausforderung der grundlegenden Infrastruktur beschleunigen und voranbringen wollen. Das sozusagen unsere Fragen. Wie gesagt, wir unterstützen Sie da gerne bei allen möglichen Angelegenheiten, freuen uns da auf die Zusammenarbeit. Ich denke, mit auch der Frau Senatorin, die an dieser Stelle natürlich gegrüßt sein soll, haben Sie da viel, viel zu tun. Es ist ein sehr ambitioniertes Programm, was Sie sich da aufgelegt haben. Und wir werden Sie da natürlich immer freudig kritisch begleiten. Vielen Dank, Herr Rogert. Dann kommen wir zum nächsten auf der Rednerliste, Herr Förster von der Fraktion der CDU. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Dr. Kleindick, auch vielen Dank für Ihren Vortrag und den Einstieg heute in die Leitlinien. Vorab möchte ich allerdings sagen, dass es mir doch heute viel zu sehr verwaltungslastig war. Wir haben oder Sie haben ja in der Koalition ja entschieden, den ganzen Verwaltungsapparat in einen Unterausschuss zu schieben.
Und das wertet vielleicht das ganze Thema Digitalisierung hier vor Ort halt aus, auf. Aber ich finde, wir haben am Ende doch zu sehr in Ihrem Vortrag uns nur dem Verwaltungspart gewidmet. Mir ist klar, dass natürlich am Ende alles dort bündelt, weil wenn wir über Bürgerservice reden, Verwaltungsdienstleistungen und so weiter, dann muss man natürlich drüber sprechen. Meine konkrete Nachfrage wäre aber, wie knüpfen Sie auch Vorteile für die Zivilbevölkerung an? Der Kollege der FDP hat ja gerade gesprochen, es gibt ja Gigabit-Ziele der Bundesregierung, Bundesförderprogramme, Breitband, da gibt es ja Sonderprogramme für Gewerbe, für Schulen etc. Da würde mich interessieren, ist das Land Berlin schon so aufgebaut, dass wir da gar keine Förderung mehr brauchen? Oder kann man da noch prüfen, wo es Bedarfe gibt? Vielleicht sind vor allem die Außenbezirke im Gewerbebereich noch nicht mit Breitband versorgt. Das würde mich mal interessieren, ob Sie da einen kurzen Überblick skizzieren können. Denn letztendlich haben unsere Wirtschaftsunternehmen nur dann einen Standortvorteil, wenn wirklich auch jeder auf ein starkes, leistungsfähiges Breitbandnetz zurückgreifen kann. Das Pilotprojekt Free Wi-Fi hat mir auch hier ein bisschen gefehlt. Da hat die regierende Bürgermeisterin ja auch vor kurzem leider eingestehen müssen, dass da Abstimmungsprobleme in der Verwaltung gab und man aufgrund von fehlenden Vorbereitungen in der Ausschreibung einen Regelbetrieb nicht sicherstellen konnte. Und das, finde ich, sind ja so die Punkte, die wir hier im Ausschuss auch besprechen müssen. Nicht nur Verwaltungsdigitalisierung, sondern wie kann denn jeder einzelne Berliner auch darauf zugreifen? Und ich finde, so ein Pilotprojekt wie Free Wi-Fi, was sich aus meiner Sicht sehr bewährt hat, wenn man sich die Aufrufszahlen einfach mal anschaut, das sind ja nicht nur Touristen, die das nutzen, sondern auch viele Berlinerinnen und Berliner. Wie planen Sie da in Zukunft, beziehungsweise wie weit sind Sie vielleicht schon? Vielleicht können Sie da auch noch was sagen. Wann geht das wieder an den Start, beziehungsweise können wir das verstetigen, dass das dann wieder verfügbar ist? Und vielleicht können wir ja da auch noch das Ganze weiter ausbauen. Es müssen ja nicht nur bei knapp 2000 öffentlichen Spots bleiben. Vielleicht kann man da ja auch noch Potenzial nach oben sehen. Der Kollege Rogert hat ja jetzt gerade schon gesprochen von der FDP. Er hat seine schriftliche Anfrage gar nicht erwähnt. Ich habe vor zwei Tagen im Tagesspiegel sehr erstaunlich zur Kenntnis genommen, dass wir im Land Berlin Probleme mit den Verwaltungsdienstleistungen haben, dass die Ziele des OZG nicht umgesetzt werden können. Da würde mich einfach mal interessieren, woran hapert es da genau und wie ist da die Perspektive? Also 128 von insgesamt 557 Verwaltungsdienstleistungen sind nur online verfügbar. Experten gehen ja davon aus, dass das bis zum Ende des Jahres gar nicht mehr einholbar ist. Da würde mich vielleicht auch noch mal eine Einschätzung Ihrerseits interessieren. Wie ist da die Perspektive? Wann ungefähr? Ich weiß, es ist immer schwierig, sich jetzt auf eine Zahl festzulegen, auch wenn das heute protokolliert wird. Aber vielleicht können Sie da auch noch mal ein kurzes Statement dazu geben. Das Thema Digitalisierung in der Verwaltung, digitale Akte, Homeoffice-Arbeiten ist ein sehr spannender Aspekt. Bevor ich Abgeordneter war, habe ich auch eigentlich mein ganzes Leben lang nur im Unternehmen fest an einem Arbeitsplatz gearbeitet. Dann kam Corona und unsere Geschäftsführung, die sich da sehr immer gegen gesträubt hat, war auf einmal offen für mobiles Arbeiten. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen, nicht nur in Berlin, sondern im ganzen Land, dass Corona doch vieles möglich gemacht hat und dass Unternehmen dann doch sehr kurzfristig kreativ geworden sind, damit eine Vielzahl von Beschäftigten arbeiten können. Daher finde ich es begrüßenswert, wenn das auch in unserer Verwaltung umgesetzt wird und auch ausgebaut wird. Ich bin auch ein großer Fan von diesem Desk-Sharing. Ich glaube, das macht es auch sehr interessant, wenn man Personal aufstockt. Man braucht dann nicht zwingend neue Gebäude anmieten. Man kann ja auch Regularien greifen, 20-30% arbeiten halt zu Hause und die in die Verwaltungsgebäuden kommen, die arbeiten dann da halt, wo Platz ist, docken ihren PC an und können dann von dort aus weiterarbeiten. Von daher würde ich das sehr begrüßen, wenn das definitiv in dieser Legislatur weiter angegangen wird, weil ich glaube, das ist eine sehr große Stärke auch, wenn man Verwaltung ausbauen möchte, dass man nicht an einem Problem scheitert, dass man, so kenne ich das zum Beispiel aus BVV-Arbeit, die ich vorher gemacht habe, dass man schlichtweg nicht die Möglichkeit hatte, Menschen in der Verwaltung einzustellen, weil man einfach ein Kapazitätenproblem hatte, wo man die am Ende beschäftigt und die Räume einfach schlichtweg gefehlt haben. Ich habe aus meinem
Wahlbezirk Neukölln immer wieder auch von unserem Gesundheitsdezernent in der letzten Zeit gehört, dass vor allem anfangs der Pandemie es sehr schwierig war, dass seine Kolleginnen und Kollegen Diensthandys nicht zur Verfügung hatten und dass sehr schwierig war, überhaupt dienstlich zu telefonieren. Die mussten das meistens mit ihren eigenen mobilen Geräten führen. Ich hoffe, dass da auch seitens des Senats Unterstützung gibt für die Bezirke, natürlich auch für die eigenen Angestellten. Vielleicht können Sie da auch noch mal was zu sagen. Mir fehlen so ein bisschen Zahlen heute hier in dem Vortrag. Wenn Sie sagen, 10.000 Arbeitsplätze können jetzt mit Endgeräten pro Arbeitsplatz ausgestattet werden, aber vielleicht gibt es da auch noch mal eine gewisse Schärfe in der Debatte. Das ITDZ vertagen wir nochmal. Da gibt es auch einige Nachfragen seitens unserer Fraktion. Aber wir begrüßen es auf jeden Fall, dass man das dort jetzt alles in eine Hand bündeln möchte, dass das ITDZ zukünftig die ganzen Migrationsvorhaben in unserer Stadt vorantreiben wird. Ich glaube, das ist auch eine große Stärke, dass man das jetzt in eine Hand gibt. Was mich auch interessieren würde, die arbeiten ja bisher sehr auftragsbezogen. Also die bekommen ja, so habe ich es zumindest verstanden, einen Auftrag von Ihnen oder aus dem Land Berlin, was die abarbeiten müssen. Sie hatten vorhin auch kurz erwähnt, dass das Thema, wie geht man damit um, wenn die Überschüsse erwirtschaften, das würde mich vielleicht auch interessieren. Wie geht man damit überhaupt um? Darf das dann in einem Portfolio, so nenne ich es jetzt einfach mal, behalten werden und darf das ITDZ zukünftig vielleicht auch, bekommen die vielleicht Spielgeld an die Hand, weil die werden ja auch Ideen haben, wenn sie Probleme erkennen, wo sie vielleicht mal schnell irgendwas entwickeln müssen, also gibt es da vielleicht auch einen Geldtopf, auf den die eigenständig zugreifen dürfen, ohne dass sie beauftragt werden müssen, um einfach schnell handlungsfähig zu sein. Weil ich könnte mir doch vorstellen, dass das gewisse Hürden halt hat. Wenn man einen Auftrag bekommt, dann muss das geprüft werden und so weiter. Und wenn es mal schnell gehen muss, wäre das, denke ich, doch sehr vom Vorteil. Ich muss hier mal kurz in den Folien springen, weil ich mir da die Punkte gemacht habe. Beim Thema Open Source, da sind wir jetzt von der CDU nicht die größten Freunde, aber das ist, glaube ich, auch kein großes Geheimnis. Das ist in der Tat ein sehr ehrgeiziges und spannendes Thema. Unsere Bitte wäre, auch wenn das alles sehr ambitioniert ist, was Sie halt vorhaben wollen, und bei jeder Softwarebeschaffung auch nach Alternativen von Open Source halt suchen, ist es vielleicht manchmal doch klüger, einfach zu gucken, was ist denn vorhanden auf dem Markt, was ist sicher, was ist erprobt. Und ich glaube schon, dass es an der einen oder anderen Stelle auch Sinn macht, vielleicht dann sich das einfach auch einzukaufen und nicht das Ganze unter diesem Gesichtspunkt betrachtet. Das wäre noch eine Anmerkung meinerseits. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich doch einige Fragen formuliert. Vielen Dank an der Stelle. Vielen Dank, Herr Förster. Gehen wir weiter in die Liste. Herr Lehmann von der Fraktion der SPD. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Kleindick, für den Vortrag. Zuvor nochmal mein Bedauern, dass die Senatorin nicht da ist, und ich bitte mal schöne Grüße auszurichten, gute Genesung, dass nichts Schlimmeres ist. Ich glaube, das kann ich im Namen von allen hier übermitteln. Wir drücken jedem die Daumen, der da irgendwie in schlechten Kontakt gekommen ist, dass das alles schnell wieder gut wird, und wir brauchen sie ja auch. Ich habe ein paar Anmerkungen oder Fragen. Und bitte mir nachzusehen, wenn die eine oder andere vielleicht schief ist oder sowas. Wir sind ja alle neu hier, also ich jedenfalls. Und fangen wir damit an. Der Kollege hat auch vorhin erwähnt, Herr Rogert, dass zum Beispiel die Justiz sich gesträubt hat. Ich hatte das anders gesehen, aber ich bitte mal um Einschätzung. Also die Justiz hat ja auch Gründe sozusagen, warum sie da eigenständig handeln muss, gesetzlich vielleicht sogar vorgegeben. Also einfach nur noch mal ganz, wenn Sie können, eine Darstellung Justiz und aber auch der Schulteil, weil die Schule ja auch einen eigenen IT-Staatssekretär da hat, ob Sie dazu was sagen könnten. Das würde mich sehr interessieren. Interessant finde ich, dass Sie von digitaler Akte immer schreiben, reden und hier E-Akte genannt wird. Gibt es da irgendeinen Unterschied oder ist das nur ein Neudeutsch-Wording, was bei Ihnen halt jetzt Usus ist oder wird? Und in dem Vortrag wurde gesagt,
dass die Akte die Verwaltung dabei unterstützt, den Dienstleistungsgedanken weiter zu transportieren. Wie genau soll diese Art von Unterstützung aussehen? Also der Kollege von der CDU hat ja auch gerade erwähnt, klar machen wir die Verwaltung nicht des Selbstzweckwillens. Wir sitzen hier, dass am Ende beim Bürger was ankommt und bei der Wirtschaft. Ich glaube, das ist uns allen klar. Wie genau, also gibt es da irgendeine Zielvorgabe oder eine Idee, eine Idealvorstellung? Der nächste Punkt wäre bei mir die Homeoffice-Geschichte. Ein paar Aspekte sind schon genannt worden. Mir fehlt, ohne Kritik sozusagen, aber vielleicht können Sie was zu den Datenschutzaspekten, Sicherheitsaspekten dazu noch beschreiben, weil manche Sachen sind ja vielleicht auch nicht für ein Homeoffice geeignet. Und zu kurz kam mir generell im Digitalisierungsthema jetzt, wie man sich auch hier umguckt, wir haben irgendwie den weiblichen Anteil irgendwie sehr unterbesetzt. Und ich bitte mal da, vielleicht können Sie da auch nicht antworten drauf, aber auch für diese Homeoffice-Geschichten den Personalrat so mitzunehmen oder jeweils immer oder zu fragen, dass gerade das auch noch gefördert wird. Also das fällt mir, wenn eine Frau dann zu Hause am Laptop sitzt und so. Also man muss sicherstellen, dass das auch für alle gut geht und für alle gleich gut geht oder für einige sogar besser geht. Also ich hoffe, Sie wissen, was ich meine. Also wie gesagt, ich finde die Besetzung hier auch schon etwas schief. Eine weitere Frage zu dieser Quatsch zum Homeoffice ist, wie das dann mit dem IFG ist, ob da mitgedacht wird, dass praktisch dann die ganze E-Akte oder diese ganze Digitalakte praktisch dasteht, wie man dann rausfindet, wenn der Bürger mit dem IFG eine Anfrage stellt, ob das jetzt schon wie normal gehandelt, also ich sehe schon Kopfnicken, aber man kann ja dann, wenn hier, hallo Heike, wie geht's dir? Und dann kommt der, also praktisch, da muss man viel mehr schwärzen, als wie wir es bis jetzt gewohnt sind. Wenn ich eine Vorlage schriftlich hatte, da ist das eben nicht dabei und mal eben ein Smiley und so, ob es das irgendein Thema ist. Dann habe ich die Frage, die, Moment, Seite, oh Gott, jetzt muss ich hier selber blättern. Die Handlungsfähigkeit nach außen, ITTZ, die Beratung und Services des ITTZ, das bleibt immer intern in der Verwaltung. Also ITTZ wird nie Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, ne? So verstehe ich das. Also die Schnittstelle, ITTZ hat ja normale, also der Einwohner von Berlin, Einwohnerin, nichts zu tun mit. Und wenn Sie eine App haben zu, jetzt komme ich zum letzten Punkt, den ich mir notiert hatte, die Priorisierung der Bürgerdienste, welche Rolle kann denn der E-Perso spielen? Also ein paar Sachen gibt es ja schon, wie man sich dann ausweist. Ich hatte vor einer Weile das Problem, dass man praktisch den Personalausweis, den neuen oder den neuen Führerschein auch nicht mal zugeschickt bekommt per Post, wobei doch eigentlich einmal reichen müsste, wenn man hier gemeldet ist, sich einmal ausweist, was Neues beantragt. Also wie da die Verifizierung des beantragenden Bürgers vonstatten geht. Und dass man eben dann doch den analogen Postweg meinetwegen nimmt zum wieder zurückschicken. Das würde es auch alles vereinfachen. Da braucht man nichts Digitales. Soweit dazu. Nochmal vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lehmann. Vielleicht ein paar Worte zum Verfahren. Wir würden nach Beendigung der Anhörung der Aussprache der Abgeordneten in die Lüftungspause gehen und dem Senat danach die Möglichkeit geben für die Beantwortung. Und dann ist Herr Ziller dran. Und wenn ich es nicht so lang mache, schafft der Senat es vielleicht sogar noch vorher, aber ich fange erst mal an. Genau, also ich gebe zu, je länger diese Anhörung sozusagen läuft oder diese Aussprache, desto spannender finde ich zum einen, was wir Ihnen alles zugemutet haben. Und ob sozusagen die Frage stellt sich sozusagen, ob diese ganze Digitalisierung und diese Bündelung, wie das leistbar ist, auch angesichts der Fragen. Aber auf der anderen Seite fühlt sich es auch gut an, weil genau das wollten wir. Das war in der Stadt, mit der Stadtgesellschaft, mit dem Bündnis, mit der IHK auch der gemeinsame Plan, um wirklich bei der Digitalisierung einen Schritt voranzukommen. Insofern fühle ich mich trotzdem bestärkt, dass wir diesen Weg gehen wollen.
sozusagen ergänzend zur CDU. Ich habe auch noch ganz viele Punkte, die noch nicht angesprochen wurden in der Präsentation. Vielleicht ist das aber auch okay. Also man könnte auch noch mal über Open Data, das City Lab, die Verkehrsmobil-Digitalisierung im Gesund. Also es gibt so viele Themen, die wir, glaube ich, in den nächsten 4 Jahren, 5 Jahren hier noch mal ausführlicher uns vornehmen sollten. Aber Verständnis, dass nicht alles irgendwie in eine Präsentation passt und man muss da irgendwann mal Prioritäten setzen. Und deswegen will ich mit einem Punkt anfangen, der mir wichtig ist, an Sie, aber auch als Signal an alle Mitarbeiterinnen der Berliner Verwaltung, die diese Mammutaufgabe stemmen wollen. Ich finde es gut, dass auch mit den Richtlinien der Regierungspolitik ambitionierte Ziele gesetzt werden. Und ich wünsche mir, dass wir einen ehrlichen und auch solidarischen Umgang damit finden, wenn manchmal vielleicht auch ein Ziel eine Woche später oder das ist sozusagen, Sie haben ja immer die Wahl, schreiben Sie uns jetzt hier Zeiten auf, die auf jeden Fall klappen, die viel zu lange dauern, oder nehmen Sie sich ambitionierte Sachen vor und dann klappt es auch manchmal nicht. Das ist selbst, also das ist normal und ich wünsche mir da einen solidarischen Umgang. Wir haben das in der letzten Legislatur auch parteiübergreifend versucht und waren am Ende an manchen Stellen dann trotzdem ungeduldig, aber insofern alle Mitarbeiterinnen, es wird nicht immer klappen. Gehen Sie da so offen, wie das sozusagen im Arbeitsprozess möglich ist, mit um. Ich habe da zumindest Verständnis und wir haben gemeinsam diese Ziele, das umzusetzen. Und wenn es an einzelnen Punkten Gründe gibt, die wir als Parlament beeinflussen können, also sprich, liegt es am Geld oder ist irgendeine gesetzliche Regelung, der Kollege von der FDP hat das AZG angesprochen, irgendwie im Weg, kommen Sie auf uns zu, sagen Sie uns das, wir haben gemeinsames Interesse, das zum Erfolg zu bringen. Und wenn wir das ambitionierte Ziel oder einen Großteil davon hinkriegen, dann haben wir viel erreicht. Das vielleicht vorneweg, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist. Dann, ich will mich vielen Fragen anschließen. Ich habe, glaube ich, jetzt eine, die ich gerne noch stellen würde, auch zum Thema Servicekonto und der Frage, weil wir das im Koalitionsvertrag nicht gelöst haben, aber wie weit sind die Überlegungen oder gibt es Überlegungen in diesem Konglomerat Servicekonto, Bundeskonto, Steuer-ID, da zu einer Lösung zu kommen? Also wann wird in diesem Jahr diese Frage geklärt, ob man nicht in Berlin vielleicht wie Hessen oder andere Bundesländer auch sagt, wir gehen auf Servicekonto Bund und machen da nicht Parallelentwicklung, weil bei Umzügen und so, für mich, ich war am Anfang auch skeptisch und fand immer, wir brauchen in Berlin was Eigenes, aber je länger man darüber nachdenkt und je mehr man auch diesen Gedanken des OZG versteht, glaube ich, haben wir mit Servicekonto Bund und Steuer-ID zwei Instrumente, wo man Logins hat. Und wenn man damit alle Bürgerdienstleistungen in Berlin, aber auch in anderen Bundesländern nutzen kann, würde mich das als Nutzer überzeugen. Deswegen die Frage, wie Sie dazu stehen. Und ansonsten würde ich es für heute kurz machen und Ihnen die Möglichkeit geben, vielleicht vor der Lüftungspause noch zu antworten. Vielen Dank, Herr Ziller. Dann mache ich mit der Redeliste weiter und würde die Rolle wechseln als Sprecher Digitalisierung und für die FDP-Fraktion auch das Wort erheben und meine Fragen loswerden. Ich habe auf der ersten Folie gesehen, dass Sie einen Personalaufbau planen. Da ist natürlich wieder immer interessant, wo dieser Personalaufbau dann stattfindet, bis wann er erfolgen soll. Wir kennen die Fachkräfteproblematik. Da hätte ich mir gerne noch ein paar mehr Zahlen gewünscht. Grundsätzlich haben wir ja gesagt, dass wir im Großen schon sehr ambitioniert sind. Sie hatten auf Seite 3 gesagt, dass Sie 3 Verwaltungsprojekte mindestens priorisiert digitalisieren wollen. Hier hätte ich mir dann doch höhere Ambitionen gewünscht als nur 3. Deswegen hoffe ich, dass es mindestens auch da bleibt, nicht bleibt bei den mindestens 3. Des Weiteren hat der Kollege Ziller auch schon gesagt, ist Transparenz ein ganz wichtiger Punkt, wie dort der Stand der Digitalisierung ist. Und deswegen grüße ich dieses Dashboard und hätte gern da 2, 3 Worte noch zu verloren von Ihrer Seite, dass inwieweit sowas öffentlich einsehbar ist und für den Bürger, für die Presse etc. und auch für uns als Abgeordnete, das erspart uns einige Nachfragen. Lassen Sie mich noch ein Wort sagen zum Thema Dienstleistungsgedanken. Ich hoffe, dass der Dienstleistungsgedanke an erster Stelle steht gegenüber Bürger und Unternehmen und nicht nur stärker an den Vordergrund gerückt wird. Denn Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck, sondern dient sozusagen der Transparenz, dem Bürger, den Unternehmen dieser Stadt, dass Vorgänge, bürokratische Vorgänge schneller vonstatten gehen. Also wie gesagt, Digitalisierung sollte Mittel zum Zweck sein, um den Servicegedanken an erste Stelle zu rücken. Ansonsten
bedanke ich mich dafür, dass erstmal so ausführlich geantwortet wird. Wir haben die Schwächen auch aufgezeigt bekommen, denn die Allzuständigkeit ist noch nicht gegeben. Die Vorstellung der Gigabit-Strategie ist im Ausschuss Wirtschaft, Energie und Betriebe vorgesehen in der nächsten Sitzung. Hier hätte ich mir von Ihnen auch noch ein, zwei Worte gewünscht, wie Sie dort entsprechend zusammenarbeiten mit der entsprechenden Verwaltung. Vielen Dank und damit verlasse ich die Rolle des Sprechers für Digitalisierung der FDP-Fraktion und komme wieder in die Rolle des Vorsitzenden und habe den letzten auf der Redeliste, Herrn Brosio, und würde trotzdem dabei bleiben, dass wir dann die Lüftungspause anschließen nach dem Redebeitrag von Herrn Brosio und dann entsprechend 15 Minuten Lüftungspause machen. Herr Brosio, Ihr Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe den Ausführungen ausführlich gelauscht, habe sie verfolgt. Das sind sehr interessante Themen, die da angesprochen wurden von Herrn Staatssekretär Kleindiek, mit sehr vielen Bezügen auch zum Datenschutz. Leider ist das Begriff oder der Wort Datenschutz nicht vorgekommen in den Ausführungen. Aber dennoch möchte ich mein Angebot aus der vergangenen Sitzung erneuern. Wir würden gerne uns sehr, sehr aktiv und frühzeitig in die Prozesse einbringen, kreativ gestalten, vielleicht auch manchmal kritisch. Wir haben die erforderliche Expertise bei uns im Haus. Wir sind da ganz gut aufgestellt. Wir sind auch als Vertreter der Datenschutzkonferenz der Aufsichtsbehörden in nationalen Arbeits- und Projektgruppen, gerade auch zum Online-Zugangsgesetz und zur Registermodernisierung, teilweise auch dann im Gespräch mit dem BMI. Das heißt also, wir können da sicherlich was beitragen. Und wie gesagt, ich würde mir wünschen, hier eine gute Zusammenarbeit, die möglichst frühzeitig stattfindet, damit wir unsere Ideen und auch Gedanken und aber auch Expertise einbringen können. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Brosio. Damit ist die Rednerliste, wie mir erkenntlich ist, erschöpft. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das kann ich soweit nicht sehen. Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt in die Lüftungspause gehen für 15 Minuten. Das heißt, pünktlich 11.32 Uhr würden wir dann weitermachen mit der Antwort des Senats auf die Fragen der Abgeordneten. Vielen Dank. Gut, dann bitte ich die Abgeordneten, Platz zu nehmen, damit wir nach der Lüftungspause die Sitzung fortsetzen können. Nachdem die Aussprache der Abgeordneten stattgefunden hat, möchte ich dem Senat die Möglichkeit geben, Stellung zu nehmen. Herr Dr. Kleindiek, Ihr Wort. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank für die Diskussionsbeiträge. Das war für mich inspirierend, wenn ich das so sagen darf. Und bringt uns immer weiter. Ich freue mich auf die weiteren Diskussionen. Und versuche jetzt, so gut es geht, das zu beantworten. Jetzt ist, glaube ich, der Kollege Schulze im Moment noch nicht da, aber sehr gut. Ja, vielen Dank. Also das ist kein Problem. Herr Abgeordneter, ich wollte gerade Ihre Fragen beantworten. Das ist mit dem internationalen Vergleich ja immer so eine Sache. Ich habe schon in meinen vorherigen Funktionen in ganz unterschiedlicher Art und Weise Kontakt zur Stadt Wien gehabt, treffe im März den CDO. Und das ist für uns tatsächlich so ein Benchmark und auch ein Orientierungspunkt. Es gibt noch ein paar andere. Man kann auch London nehmen zum Beispiel Estland geht ja auch immer als Land, also da kann man immer was machen und was schauen. Aber das ist so schon so, dass wir da schauen. Zu den Investitionen, da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich habe ja jetzt in meiner Aufgabe als CDO auch praktisch schon alle Antrittsbesuche bei den Bezirksbürgermeisterinnen gemacht. Und die sagen mir das natürlich auch alle und sagen, wenn hier nicht was getan wird, wird das nicht funktionieren mit deiner Migration. Die sagen dann manchmal noch meiner Migration. Ich sage dann immer, nee, es ist unsere Migration. Und deswegen sind wir da sehr problembewusst und
Es gibt ja auch, das haben Sie ja mitbekommen, innerhalb des Senates auch Diskussionen darüber, wie nochmal deutlich was getan werden kann, um den Sanierungsstau insgesamt zu beseitigen. Da sind wir oder zu verringern. Da sind wir ja als Innenverwaltung auch stark betroffen. Aber auch da werden wir genau diese Punkte mit einbringen, um das ganz klar zu sagen, weil wir das schon als ganz neuralgischen Punkt sehen. Das Servicekonto Berlin, die aktuelle Lösung läuft aus. Wir werden das mit dem neuen Haushalt fortführen und wir müssen insgesamt mit diesem Punkt Servicekonto, Servicepunkt, müssen wir sehen, wie sich das entwickelt. Da sind wir noch nicht ganz am Ende. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, auch was zum Beispiel das Unternehmenskonto anbelangt. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir können uns einerseits da dieser Lösung, die auf der Bundesebene entwickelt wird, anschließen, dann in diesem Elster-Kontext oder eben was Eigenes. Da sind wir noch nicht weiter, aber oder noch nicht weit genug, um das jetzt endgültig zu sagen. Aber wir werden da rechtzeitig, wenn die Möglichkeiten bestehen und bis die Möglichkeiten bestehen, das auch haushaltsmäßig zu realisieren, werden wir da eine Strategie haben, die wir dann umsetzen können. Und da kann ich dann auch gerne drüber berichten. Sie haben die Themen Meldewesen und Kfz-Anmeldung angesprochen als Themen und insgesamt, was die bundesrechtlichen Vorgaben anbelangt. Da habe ich mich ja nun auch selbst in meinen früheren Funktionen oft genug mit beschäftigt, mit diesen bundesrechtlichen Vorgaben. Im Koalitionsvertrag für die Bundesregierung steht, dass wir nun endlich sozusagen Hürden für ein digitales Angebot beseitigen wollen, die in den Gesetzen bestehen, etwa durch handschriftliche Form oder durch andere Hemmnisse. Wir haben im Koalitionsvertrag und in den Leitlinien der Regierungspolitik stehen, dass wir einen Digitalcheck machen wollen in möglichst vielen Bereichen. Das wird sich dann zusammenführen. Ich bin da wirklich sehr bereit, das zu machen. Und ich kenne alle Argumente, die immer dagegen angewandt werden. Ich weiß, dass wir auch, meine Senatorin, der Senatorin Spranger, da auch schon mit der Bundesinnenministerin gesprochen hat. Da gibt es, glaube ich, also bin ich jetzt ziemlich sicher, auch nach dem, was ich weiß, jetzt auch noch mal eine andere Bereitschaft, das zu forcieren. Da müssen wir einfach noch mal stärker in die Gesetzesänderung gehen. Das Online-Zugangsgesetz haben Sie angesprochen, das haben auch einige andere angesprochen, weil das ein wichtiges Thema ist. Wir sind da als Berlin nicht besser und nicht schlechter, auf jeden Fall aber auch nicht schlechter als die Umsetzung in anderen Bundesländern. Sie wissen, dass das gesetzgeberische Ziel ist, 575 Dienstleistungen bis zum Ende diesen Jahres, also bis Ende 2022, online bereitzustellen. Das wäre das Verständnis, dass das flächendeckend passiert in ganz Deutschland. Dieses Ziel wird nicht erreicht werden. Und es ist jetzt keine Frage von Besserwisserei, aber ich würde sagen, es war von Anfang an auch unrealistisch. Ist insofern eine politische Vorgabe gewesen, von der man hätte eigentlich wissen können, dass sie nicht eingehalten wird. Trotzdem ist es so beschlossen worden und es ist ja auch vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle mal auch so, wie Herr Ziller es gesagt hat, dass man sich dann ambitionierte Vorgaben geben muss. Es wird jetzt ein sozusagen OZG Reloaded geben, ein OZG 2.0, das bereitet das Bundesinnenministerium vor. Ich habe mich da in die Diskussion mit den Ländern und unter den Ländern eingeschaltet, damit da die Belange von Berlin berücksichtigt werden, wenn wir unsere Position formulieren als Länder, weil es da schon darauf ankommt, auch die Finanzierung der einzelnen, einer für alle Dienstleistungen zu gewährleisten, ob das nun nur die Konzeption oder der Betrieb ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Und überhaupt, wie wir diese Konzeption, dieser einer für alle Dienstleistungen, also zum Beispiel unser digitaler Antrag ist so ein Basisdienst, ein einer für alle Dienst, wie das noch mal besser aufgegleist werden kann, damit das auch gut funktioniert. Das ist ganz wichtig. Und dann muss es überall
stark einfach in die Umsetzung gehen und wir müssen versuchen, so viele wie Dienstleistungen wie möglich zu realisieren. Und da möchte ich auch noch mal vielleicht vor die Klammer ziehen, weil es an der einen oder anderen Stelle auch schon gesagt wurde. Ich bin ja ein Anhänger dieser 80%-Philosophie. Wenn wir sehen, dass es eine Lösung, die wir fertig kaufen können und die 80% unserer Bedürfnisse und unserer Vorstellung erfüllt und wir kommen damit klar, wenn wir diese Lösung kaufen können und problemlos einsetzen können, dann sollten wir das tun, möglichst schnell und nicht versuchen, noch sehr lange an den übrigen 20% zu arbeiten. Dieser Auffassung bin ich. Das ist jetzt auch keine Erfindung von mir, sondern das ist eine Vorgehensweise, die in der Wirtschaft schon wirklich gang und gäbe ist. Wir müssen das in der Verwaltung manchmal noch ein bisschen lernen. Wir wollen immer perfekt sein. Und es gibt immer die große Angst, auch dann nicht perfekt zu sein, und dann gibt es Kritik. Da müssen wir uns als Führungskräfte vor unsere Leute stellen und müssen sagen, nee, macht mal, und wenn es ja eine Dresche gibt, dann stelle ich mich schon vor euch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist im Übrigen, Herr Förster, auch keine Frage von Open Source oder nicht Open Source, sondern das gilt auch für Open Source Lösungen. Auch da gibt es da können wir diese 80% Philosophie realisieren. Wir werden allerdings an der einen oder anderen Stelle sagen, können wir jetzt hier wechseln von Microsoft oder nicht? Und manchmal werden wir sagen, wenn wir jetzt hier wechseln, müssen wir abwägen. Dann haben wir vielleicht eine Zeitverzögerung von einem Jahr und wir machen es aber oder nicht. Und das müssen wir dann, finde ich, immer von Fall zu Fall abwägen, ob wir das tun oder nicht. Aber da würde ich sagen, schließt das eine das andere nicht aus. Herr Schulze hat dann noch wichtige Punkte angesprochen zum Thema elektronische Akte. Absolut, das ist ein kultureller und organisatorischer Kraftakt, eine Frage der Transformation regelrecht der Verwaltung, das ist überhaupt keine Frage. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben Sie noch mal gesagt, wie ist es bei dem mobilen Berlin-PC, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was die Frage konkret, genau. Dafür gibt es Vorkehrungen, das sind aber auch Anforderungen, die wir nach und nach dann realisieren müssen und wo darauf geachtet werden muss. Das liegt in erster Linie in der Verantwortung jeder einzelnen Behörde, die das gewährleisten muss. Und da müssen wir insgesamt daran arbeiten. Ich weiß, dass es in der Praxis nicht so ist, dass das immer, dass die Arbeitsplätze zu Hause so überprüft werden, wie die Arbeitsplätze in den Behörden überprüft werden. Und das müssen wir nachholen. Und dann muss es dann eben aber auch eine gute Zusammenarbeit zwischen den Behörden und den Beschäftigten geben. Die Migration zum ITDZ ist von mehreren von Ihnen angesprochen worden. Da kann ich im Grunde auf das verweisen, was ich auch schon in meiner Präsentation gesagt habe, würde dann aber im Einzelnen dann noch mal drauf kommen. Herr Wallender, ich glaube, es ist die Bezeichnung, ob man das jetzt Englisch bezeichnet oder nicht, ist, glaube ich, eine Geschmacksfrage. Das kann aber auch jeder so, glaube ich, entscheiden, wie er will. Die Landesregierung hat sich dazu entschieden, schon im Koalitionsvertrag diese Funktion eines Chief Digital Officers neu zu schaffen. Ich finde das richtig, denn wenn Sie sich überlegen, was ist die Aufgabe so eines CDO, dann ist es die Aufgabe, in einer Organisation, für eine Organisation eine Digitalstrategie zu entwickeln und diese Digitalstrategie, die Umsetzung dieser Digitalstrategie zu gewährleisten. Das ist das, was ein CDO machen soll, egal ob in der Wirtschaft oder in der Verwaltung.
egal in welcher Organisation. Und so sehe ich auch meine Aufgabe. Ich sehe meine Aufgabe darin, mit anderen zusammen diese Strategie zu entwickeln und dann auch dafür zu sorgen, dass sie umgesetzt wird. Und nach allem, was ich weiß, hat es in dieser Umsetzung in der Vergangenheit manchmal gehapert. Ich habe, soweit mir das möglich war, bevor ich hier diesen Job angefangen habe, klare Verabredungen getroffen mit zum Beispiel sowohl der regierenden Bürgermeisterin, aber auch als der Innensenatorin und auch den Vorsitzenden der Regierungsparteien, so wie ich mir das vorstelle, was diese Durchschlagskraft anbelangt. Und das werde ich jetzt umsetzen und manchmal dann auch einsetzen, wenn es nötig ist. Das werden wir dann im Einzelnen sehen. Aber ich bin sehr zuversichtlich und sehr positiv, was die Ausgangsbedingungen anbelangt und dass mir das auch gelingen wird. Und darum finde ich es auch richtig, dass es hier eine neue Funktion gibt. Und es ist nicht nur eine neue Bezeichnung für im Grunde das, was es vorher schon gegeben hat. Der Fachkräftemangel, wir haben da auch eben in der Pause noch mal drüber gesprochen, der wird uns beschäftigen, allemal. Ich hatte es gesagt, auch in Berlin werden bis Ende des Jahrzehnts voraussichtlich 30% der Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand sein, die heute bei uns arbeiten. Wir müssen uns also jetzt darum kümmern, das ist ganz wichtig. Da gibt es eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten. Die Arbeitsbedingungen sind das eine, die Bezahlung ist das andere, die moderne Kultur, die wir in unseren Verwaltungen etablieren müssen, ist das dritte. Aber es gibt auf der anderen Seite auch tolle Bedingungen. Also was die Digitalisierung anbelangt, gibt es keine Stadt in Deutschland, vielleicht auch darüber hinaus, die derart tolle Bedingungen hat, darüber, dass über 100.000 Menschen in dieser Stadt mit Digitalisierung zu tun haben, in welchem Zusammenhang auch immer. Und wir brauchen ja nicht, bei weitem nicht alle, aber ein paar davon können wir gewinnen, die uns auch bei der Digitalisierung der Verwaltung unterstützen und bei den Aufgaben in der Umsetzung, die die Stadt hat, was die Digitalisierung anbelangt. Sie haben dann nach den Zeitplänen zu den Fachverfahren, zu den E-Government-Fachverfahren gefragt. Da werde ich was zu sagen können in einer der nächsten Sitzungen, wenn wir soweit sind. Da bitte ich um Verständnis. Da bin ich sozusagen jedenfalls so konkret noch nicht angekommen. Das hat ja auch immer damit zu tun, dass ich dann konkrete Verabredungen mit den einzelnen Fachverwaltungen treffen muss. Das ist ja immer so, dass ich sozusagen, wenn ich diese strategischen, wenn wir eine Strategie haben, dass wir dann für die Umsetzung natürlich auch mit denen sprechen müssen. Und das ist ganz wichtig. Sie haben dann ein wichtiges Thema angesprochen, und zwar das Registermodernisierungsgesetz. Das habe ich hier nicht erwähnt, weil ich auch diese Präsentation der jetzigen Form erstmal für das vorgesehen habe, was zwar weit in die Legislaturperiode wirken wird, aber wo wir jetzt auch mit starten müssen, wo wir jetzt anfangen, dran zu arbeiten, um da voranzukommen. Das Registermodernisierungsgesetz ist eins der großen digitalen Transformationsthemen für die öffentliche Verwaltung in Deutschland, was sozusagen vor uns steht. Das ist auch deutlich komplexer, nach meinem Eindruck, und auch deutlich anspruchsvoller als zum Beispiel das Onlinezugangsgesetz. Es ist aber so, dass sich das jetzt, also das Gesetz ist ja im vergangenen Jahr in Kraft getreten, da entwickeln sich jetzt Strukturen der Umsetzung erstmal auf Bundesebene, und die Bundesländer fangen langsam an, sich da sozusagen zu organisieren und zu sortieren. Das gilt für Berlin auch. Aber da werden wir so richtig am Ende des Jahres in unserer Prioritätenliste mit starten und so ganz intensiv damit zu beschäftigen. Und dann kann ich auch mehr dazu sagen. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Low-Code-Plattform für Kleinstverfahren wird als Basisdienst neu entwickelt, kann ich sagen, als Auskunft. Dann haben Sie das Thema Schuldigitalisierung und digitale Ertüchtigung der
Schulen anbelangt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit auch innerhalb des Senates zukünftig sein wird. Ich bin als CDO nicht verantwortlich dafür, die Strategie oder die Umsetzung für die Schuldigitalisierung zu entwickeln, sondern das sind die Kollegen in der Schulverwaltung. Und das ist auch gut so. Und das werden wir deswegen machen. Ich bin dafür verantwortlich, dass sich das einfügt in die Gesamtstrategie der Stadt. Deswegen, ich kann hier keine, ist nicht an mir, hier Vorschläge zu machen, aber ich finde, dass dieses Thema Schuldigitalisierung so wichtig ist und so bedeutend ist, dass das eben auch ein eigenes Thema ist. Und es würde dem Thema keineswegs gerecht, wenn ich das jetzt hier in dieser Fragerunde beantworten würde, sondern das ist wirklich so wichtig, dass es auch dann von den Kolleginnen und Kollegen, die das in der Hauptverwaltung, in der zuständigen Hauptverwaltung bearbeiten, dann auch gemacht werden muss. Ähnliches gilt für die Notstromversorgung und die Versorgung bei Großstörungen und den Katastrophenschutz. Für diese Form von Katastrophen bin ich nicht zuständig, sondern das liegt auch in der Innenverwaltung. Aber das ist der Kollege, der auch dann dafür sorgen muss, dass redundante Systeme bestehen und dass die Möglichkeit besteht, dann in so einer Großstörung auch die wirklichen, die notwendigen und die essentiellen Infrastrukturen am Laufen zu halten. Ich weiß, dass es dafür Pläne gibt. Ich kenne das aus meiner früheren Zeit in meiner Tätigkeit im Bundesinnenministerium. Ich weiß, dass es dafür Pläne gibt und dass es eine konkrete Abfolge gibt der Dinge, die dann sozusagen gewährleistet werden müssen, damit das irgendwie funktioniert. Auch da kann ich vermitteln, wenn das weiter von Interesse besteht, da näher Auskünfte zu geben zu diesem Thema. Herr Rogert, Sie hatten das 14-Tage-Ziel angesprochen. Ich habe, oder wir haben bei der Vorbereitung tatsächlich überlegt, wie wir das machen. Und für mich ist das 14-Tage-Ziel, hat zwar auch eine starke Digitalisierungskomponente, ist aber in erster Linie für mich ein Reorganisations- und ein Verwaltungsmodernisierungsthema. Und deswegen haben wir das hier nicht aufgenommen. Das ist eins unserer ganz wichtigen Vorhaben. Und ich hatte ja eingangs gesagt, für mich ist es wichtig, dass in meiner Funktion Verwaltungsdigitalisierung und Verwaltungsmodernisierung stärker miteinander verschränkt werden. Und ich spreche mit allen Bezirksbürgermeisterinnen ganz intensiv über dieses 14-Tage-Ziel. Und wir sind auch schon dabei, sozusagen die konkreten Maßnahmen abzusprechen, die wir jetzt ergreifen können, um da möglichst schnell Fortschritte zu machen. Das will ich nur sagen, das ist überhaupt keine Frage. Es ist aber kein prioritär, kein Thema der Digitalisierung. Deswegen hatten wir das hier nicht aufgenommen. Die elektronische Akte, das hatte ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, ist ebenso ein Transformationsthema und ein Reorganisationsthema. Und deswegen müssen wir da die Mitarbeiterinnen mitnehmen. Das ist Teil der Gesamtstrategie, sowohl natürlich die Schulung, aber auch die Unterstützung, das ist überhaupt keine Frage, findet statt. Also ich habe auch gerade meine E-Aktenschulung gehabt, das hat mir sehr gut gefallen, fand ich gut. Ich habe sie ein bisschen verkürzt, weil ich dachte, es ginge, also hat auch ganz gut funktioniert. Ich komme gut klar mit der E-Akte, die wir in der Innenverwaltung haben. Das AZG ist genauso ein Thema, habe ich hier nicht aufgeführt, weil es nicht primär Digitalisierung ist. Aber das ist, ne, der Koalitionsvertrag und die Leitlinien der Regierungspolitik sagen klar, das AZG wird abgelöst durch eine neue gesetzliche Regelung, die Aufgabenverteilung zwischen Land und Bezirken neu bestimmt. Auch das ist ein Thema, wo ich für zuständig sein werde. Wir haben ja diese Zuständigkeit der gesamtstädtischen Verwaltungssteuerung einerseits in der Senatskanzlei und dann die gesetzgeberischen Zuständigkeiten in der Senatsinnenverwaltung. Da werde ich, die werde ich da auch neu organisieren in der Innenverwaltung. Wir werden also eine neue Abteilung für
Verwaltungsmodernisierung und Steuerung einrichten. Und dort werden dann unter anderem auch diese Themen behandelt werden, nämlich die, die Neuordnung des Verhältnisses zwischen Land und Bezirken. Verwaltungscloud ist... Herr Kleindieck, ich falle Ihnen gern ins Wort, aber ich wollte auf die Zeit noch mal hinweisen. Wir haben es 5:45. Bis wann muss ich hier fertig sein? In der Regel endet der Ausschuss um 12 Uhr. Wir haben die Möglichkeit, den Tagesordnungspunkt dann auch zu vertagen und dann in der nächsten Sitzung weiterzuführen, wenn da der Wunsch besteht. Oder wir, Sie enden in 5 Minuten und es gibt keine Nachfragen der Abgeordneten mehr und wir schließen den Tagesordnungspunkt ab. Wo ist die Tendenz im Ausschuss? Vertagen? Okay, genau. Gut, dann können Sie gerne fortsetzen und dann vielen Dank. Und dann habe ich jetzt noch, also ich habe dann jetzt noch 5 Minuten, ne? Sehe ich das richtig? So ist das okay. Leider. Dann kann ich mich ja beeilen, aber 5 Minuten ist ja auch viel. Also Verwaltungscloud ist auch ein weiteres großes Thema, was uns beschäftigen wird, im Moment noch nicht. Aber es wird ein riesengroßes Thema werden und es wird... Berlin wird sich daran beteiligen, das wird es gut machen. Die Justiz, das Thema Justiz, da, das ist ja auch mehrfach angesprochen worden, dazu möchte ich gerne sagen, wir sind uns da sehr einig, es gibt Rechtsprechung, die die Unabhängigkeit der Justiz auch in technischer, in digitaler Hinsicht gewährleistet, also eine eigene sozusagen Speicherung und Bearbeitung der Daten. Und deswegen ist es richtig, dass sich die Berliner Justiz diesem Datacenter Justiz, diesem Datenverbund aus anderen Ländern angeschlossen hat. Und das war völlig einheitlich zwischen uns. Und das ist auch kein Präzedenzfall für eine andere, für andere Bereiche, die dann zur Verwaltung gehören und eben nicht zur Justiz. Der Breitbandausbau und die Gigabit-Strategie sind mehrfach angesprochen worden. Das ist ein Beispiel dafür, dass eben nicht alles beim CDO jetzt gebündelt wird, sondern das ist selbstverständlich Teil der Zuständigkeit von der Wirtschaftsverwaltung und des Wirtschaftsressorts und muss dort auch bearbeitet werden. Und wir müssen eben nur sehen, dass das sich das gut einfügt. Und dazu sind wir auch im Gespräch. Free Wi-Fi, da werden wir jetzt eine Übergangslösung schaffen, um dann die Ausschreibungsvoraussetzungen hinzubekommen, damit das gut funktioniert. Das ist jetzt, ich bin jetzt schon bei den Antworten für Herrn Förster. Bei der OZG-Umsetzung, das habe ich schon gesagt, Desk-Sharing ist auch für die öffentliche Verwaltung ein Thema, ist aber auch eine kulturelle Herausforderung, sage ich mal so. Bei den Diensthandys, da würde ich einfach noch mal nachfragen, ob es da Probleme gibt. Das ITDZ, es ist da gefragt worden nach den Überschüssen. Das ist eine der Stellschrauben, die ich sehe, um das ganz klar zu sagen. Ich glaube, wir brauchen ein anderes Finanzierungsmodell, damit wir auch das ITDZ gut aufstellen können. Ich bin der klaren Auffassung, wir brauchen da als Eigentümer eine klare strategische Vorgabe und dann brauchen wir aber auch eine Eigenverantwortung in dem ITDZ selbst, die Dinge vernünftig zu machen. Und wenn es dann eben nicht kommt, müssen wir darüber sprechen. Herrn Lehmann kann ich sagen, also zum Thema ITDZ habe ich schon was gesagt, es soll nicht für die Bürgerinnen und Bürger als Dienstleister zur Verfügung stehen, das ist nicht vorgesehen. Die Identifizierung und Authentifizierung über Personalausweise ist eine bundesrechtliche Frage, an der wir auch arbeiten und auch an Alternativen oder mitarbeiten. E-Akte und digitale Akte, das ist eher eine, glaube ich, Geschmacksfrage. Ja, vielen Dank, Herr Ziller, für Ihre aufmunternden Worte. Ich hätte jetzt noch eine Anekdote erzählt, aber dafür ist leider die Zeit nicht mehr da. Gute Freunde von mir zu mir gesagt haben, als ich diesen Job übernommen habe, wir fragen uns, ob du geistesgestört, größenwahnsinnig oder mutig bist. Dann habe ich gesagt, ich bin das Dritte und ein bisschen was von den ersten beiden. Aber ja, vielen Dank. Diese Bündelung ist wichtig, aber diese Bündelung, das will ich sagen, funktioniert nur,
wenn alle anderen mittun. Und das ist auch meine Aufgabe, dass alle anderen mittun. Wir müssen dafür sorgen, dass alle an einem Strang ziehen und dass alle Verwaltungen den Schalter umlegen. Das wird nicht funktionieren, indem man sagt, na, da gibt es jetzt einen CDO, dann wird das schon klappen. Sie, Herr Vorsitzender, haben noch gesagt, das mit dem Dashboard, da haben wir noch keine abschließende Strategie. Das ist aber ein Punkt, der uns beschäftigt. Ich bin da tendenziell für mehr Transparenz und für auch sozusagen die Möglichkeit, das zu nutzen für Öffentlichkeit. Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsverwaltung ist sehr intensiv, weil wir ja auch Zuständigkeitsüberschneidungen haben, die wir im Moment auflösen. Aber sie ist absolut intensiv, auch dafür, das ist gesagt worden, weil natürlich die Wirtschaft ein ganz wesentlicher Faktor für die Digitalisierung hier in Berlin ist. Genauso, Herr Brosio, wie der Datenschutz. Vielen Dank für das freundliche Angebot, das nehmen wir gerne an. Wir haben es ja bei der Leistungsbeschreibung zur Anschlusslösung für die Videokonferenzen auch schon genutzt, in einem sehr intensiven Austausch. Und ansonsten vielen Dank für das Angebot. Herzlichen Dank. Wir bedanken uns auch, Herr Staatssekretär. Gibt es ansonsten noch Bedarf einer Aussprache zu dem Tagesordnungspunkt? Dann habe ich es jetzt richtig interpretiert, dass der Tagesordnungspunkt abgeschlossen werden kann und nicht vertagt wird. Ich sehe Kopfnicken. Damit schließen wir dann den Tagesordnungspunkt 2 ab, die Richtlinien der Regierungspolitik, die von Staatssekretär Kleindick uns vorgestellt wurden. Und danken Ihnen nochmal für diese ausführlichen Ausführungen und kämen zum Punkt 3 der Tagesordnung Verschiedenes. Gibt es dort Wortmeldungen? Das kann ich nicht erkennen. Dann habe ich eine Punkte, und zwar die nächste Sitzung, unsere vierte Sitzung, wird am Mittwoch, den 9. März 2022 um 9.30 Uhr stattfinden. Und ich bitte im Anschluss für die Sprecherinnenrunde, die Sprecher hier zu bleiben. Und außerdem stehen im März die Haushaltsberatungen an. Darüber können wir uns jetzt in dieser Sprecherinnenrunde verständigen. Und ich bitte, den Livestream zu beenden. Und damit ist die Sitzung geschlossen. Vielen Dank. Dankeschön.